Ja, herzlich willkommen. Ich möchte Sie alle ganz herzlich hier begrüßen zum, und da möchte ich auch mit einem Stolz ein kleines Jubiläum hier verkünden, zu den zehnten Bremer Industriegesprächen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Und wie Sie wissen, veranstalten wir diese auch immer in Kooperation mit dem Industrieclub Bremen. Mein Name ist Klaus Lemmerzahl und ich führe Sie heute hier durch das Programm. Das Thema des heutigen Industriegesprächs ist unsere Energieversorgung. Durch den grausamen Krieg in der Ukraine ist zunächst die Frage ins Zentrum gerückt, ob wir überhaupt die Energie, die wir benötigen, geliefert bekommen. Eine weitreichende Frage ist aber, ob wir unsere Energieversorgung langfristig umweltfreundlich gestalten können. Das hat natürlich mit dem Klimawandel zu tun, worüber wir in unseren Industriegesprächen auch schon mehrmals berichtet haben und wo immer wieder die höchste Dringlichkeit einer umweltneutralen Energieversorgung gefordert wurde. Zu eben dieser Frage des Wechsels hin zu umweltverträglichen Energien haben wir heute Professor Dr. Heinz-Otto Peitgen zu Gast, der sich in den letzten Jahren intensiv damit beschäftigt hat und heute bei uns darüber berichten wird. Professor Peitgen ist ein sehr bekannter Mathematiker, der in Bonn studierte, promovierte und habilitierte und dann eine Professur in Bremen antrat, wo er bahnbrechende Erfolge unter anderem in der Chaosforschung mit Anwendung in der Medizin erzielte. Er gründete unter anderem das MEBIS, das Fraunhofer Institut für bildgestützte Medizin. Neben dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse und anderen Preisen erhielt Herr Peitgen den Bickertz-Preis für Forschung und Innovation, die Werner-Korte-Medaille in Gold der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie und den Deutschen Gründerpreis in der Kategorie Visionäre. Und wenn Sie noch mehr über Herrn Peitgen erfahren wollen, schauen Sie auf seine sehr informative Webseite, die Sie sehr leicht über Google finden können. Bevor ich jetzt an Herrn Peitgen übergebe, kurz noch der übliche Hinweis darauf, dass Sie Fragen stellen können, die Sie bitte unter F und A bzw. Q und A eingeben mögen. Meine Kollegen bringen diese Fragen dann auf Folie, die wir einblenden, sodass Sie alle diese Fragen mitlesen können. Danke sehr. Lieber Herr Peitgen, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute bei uns über dieses wichtige Thema der Energieversorgung zu berichten. Und damit würde ich gerne an Sie übergeben, Herr Peitgen. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Lemmerzahl. Ich freue mich sehr über die Gelegenheit und möchte beginnen mit dem ersten Bild, das Sie als Hintergrund durch den ganzen Vortrag begleiten wird. Und hier ist das, was das Bild tatsächlich darstellen wird. Es ist ein Windpark offshore in Dänemark. Und Sie können etwas ganz Besonderes sehen, das durch eine Wettersituation sichtbar wird. Man sieht sehr schön Wirbelstraßen, turbulente Wirbelstraßen, die sich in dem Wind hinter den Windrädern ausbreiten. Und das hat eine ganz besondere Bedeutung, auf die ich im letzten Teil des Vortrages dann eingehen werde. Den Titel haben Sie natürlich alle gesehen. Ich will ein bisschen darüber sprechen, ob und wie die Energiewende bis zum Jahr 2050 denkbar ist, was die Herausforderungen sind und was möglicherweise nicht erreichbar ist. Ich will aber anfangen mit einem Disclaimer. Ich bin kein Energiewissenschaftler, wie Sie schon gehört haben. Und der größere Teil des Materials zu diesem Vortrag stammt noch aus den Wochen vor Beginn des Krieges. Es gibt eine Sammlung von Dokumenten und Quellen, die ich benutzt habe. Und Sie können den Vortrag als PDF unter meiner Homepage www.peitgen.com und dort unter dem Reiter Downloads herunterladen. Dort finden sich übrigens auch alle Abschlussberichte des IPCC. Das ist ein Thema, also der Klimawandel, der mich ebenfalls in den letzten Jahren sehr interessiert hat. Interesse heißt, dass ich tatsächlich dabei bin, ein Buch zu schreiben, das zwei große Teile hat. Der erste Teil ist Klimawandel und der zweite Teil
ist Energiewende. Und aus diesem zweiten Teil sehen Sie einen kleinen Ausschnitt. Wenn Sie den Vortrag herunterladen, können Sie ihn ohne weiteres für private Zwecke verwenden. Wenn Sie ihn darüber hinaus verwenden wollen, bitte ich, die Copyright-Freigabe zu beachten. Und das gilt insbesondere auch für die Materialien von Guido Wallaner und Thomas Linnemann, die im Zentrum meines Vortrages stehen werden. Für die, die nicht vertraut sind mit den physikalischen Maßeinheiten, werde ich jetzt natürlich keine Einführung geben, aber ich werde durch den ganzen Vortrag Energie in der Maßeinheit Wattstunde betrachten und Leistung entsprechend dann in der Maßeinheit Watt. Und wenn es um größere Einheiten geht, werden wir natürlich von Kilowatt und Megawatt, Gigawatt und Terawatt sprechen. Und für die, die diese Worte nicht gut kennen, erinnern wir uns. Kilo ist 1000, Mega ist Million, Giga ist Milliarde und Terra ist Billion im deutschen Sprachgebrauch. Und Pi mal Daumen, auch das wird uns immer wieder nützlich sein, können wir so rechnen, dass ein Großkraftwerk, ganz gleich, ob das ein Kernkraftwerk, ein Kohle- oder Gaskraftwerk wäre, so roundabout 1 Gigawatt, also 1 Milliarde Watt Leistung aufbringen kann. Und für ein Windrad rechnen wir mal überschlagsmäßig mit 2,5 Megawatt, also 2,5 Millionen Watt. Es gibt größere, es gibt kleinere. Aber Pi mal Daumen wollen wir mit diesen Werten rechnen. Die Energiewende in Deutschland hat natürlich seit dem 24. Februar eine ganz neue zusätzliche Dimension erhalten und hat verborgene Herausforderungen offengelegt. Bisher war die Fokussierung in der Energiewende immer auf Nachhaltigkeit. Und das in einem Umfang, in einem Ausmaß wie in keinem anderen westlichen Land. Und nun drängt ganz besonders auch die Herausforderung nationale Energieunabhängigkeit in den Vordergrund. Und das heißt etwas allgemeiner betrachtet, dass die Versorgungssicherheit in der Diskussion ein großes Gewicht bekommt. Und wir werden sehen, das ist ein wichtiger Strategiewechsel, der uns vielleicht helfen kann, uns von allzu naiven Narrativen endlich zu befreien. Das zentrale Narrativ der deutschen Energiewende lautet: Wir schaffen die Energiewende und Versorgungssicherheit alleine mit erneuerbaren Energien, ohne Atomstrom und ohne Fracking. In dieser Zuspitzung ging bisher Deutschland einen Sonderweg. Wenn man von Ländern wie zum Beispiel Norwegen oder Island, die eine vollkommen andere Energieversorgungssituation haben, einmal absieht. Dieses Narrativ wird uns durch den Vortrag immer wieder begleiten. Und nun unmittelbar nach dem Beginn des Krieges hat Minister Habeck angekündigt, eine Laufzeitverlängerung der 3 KKWs, die Ende 2022 abgeschaltet werden sollen, prüfen zu lassen. In einem Prüfvermerk vom 7.3. kommen die Ministerien für Wirtschaft und Umwelt zum Ergebnis. Im Ergebnis einer Abwägung von Nutzen und Risiken ist eine Laufzeitverlängerung der 3 noch bestehenden Atomkraftwerke auch angesichts der aktuellen Gaskrise nicht zu empfehlen. Sie können den kompletten Prüfvermerk, der einige Seiten lang ist und sehr detailreich ist, in meinem Download, wie angegeben, herunterladen. Nun am 15.3., also etwa eine Woche später, veröffentlichte der Verband Kerntechnik Deutschland eine Stellungnahme, in der alle Ablehnungsgründe aus dem gemeinsamen Prüfvermerk von BMW und BMU sorgfältig bewertet und widerlegt wurden. Und man kam zu der Schlussfolgerung, dass die 3 Kernkraftwerke in einer Gasmangellage oder gar in einem allgemeinen energiewirtschaftlichen Notfall ohne weiteres und ohne unverhältnismäßigen Aufwand weiter betrieben werden können. Auch dieses Dokument können Sie im Detail verfolgen. Und ein bisschen präziser sollten wir uns nochmal die Atomkraftwerke angucken. Das ist Isar 2, Emsland und Neckar-Westheim 2. Und die haben insgesamt eine Nennleistung von 4,3 Gigawatt.
Also durchaus ein bisschen mehr als 1 Gigawatt pro, aber das war ja nur eine Faustformel. Und das entspricht nun tatsächlich einer durchschnittlichen Leistung von etwa 8600 Windrädern. Also die 3 Kernkraftwerke haben in etwa dieselbe Leistung wie 8600 Windkrafträder. Jedenfalls dann, wenn man bei den Windrädern nicht ihre Nennleistung ansetzt, sondern ihre Istleistung. Und die ist tatsächlich nur etwa 20% der Nennleistung, wenn man eben Windflauten und alles Mögliche über ein ganzes Jahr mit einrechnet. Wenige Tage nach Ablehnung des Wirtschaftsministeriums kündigte Belgien an, wegen der Ukraine-Krise seine AKWs weiterlaufen zu lassen. Und Präsident Macron kündigte für Frankreich sogar an, weitere 6 Kernkraftwerke zu bauen, um die nationale Energiesicherheit in Frankreich weiter auszubauen und zu sichern. Und in dem Zusammenhang erscheint die Tatsache für mich bemerkenswert, dass in der drohenden Energiekrise eben Minister Habeck nicht den Weg gewählt hat, seine Leute mit den Leuten der KKW-Betreiber mit dem Auftrag zusammenzubringen, einen Weg zu finden, wie man die 3 bestehenden noch weiter betreiben kann oder vielleicht sogar die 3 schon abgeschalteten ebenfalls wieder in Betrieb nehmen kann, sondern er hat den Weg gewählt, einen Prüfvermerk erarbeiten zu lassen und damit eine Entscheidung ohne Einvernahme der Betreiber vorwegzunehmen. Das ist eine Vorgehensweise, die man, glaube ich, noch einmal so feststellen muss. Und sie ist bemerkenswert angesichts der drohenden Krise. Übrigens, im Jahr 2021 haben die 6 verbliebenen deutschen KKWs etwa 70 Terawattstunden, also 70 Billionen Wattstunden erzeugt. Und wenn man das in Relation setzt zu allen deutschen Windrädern, etwa 30.000 Stück, dann haben die etwa 120 Terawattstunden erzeugt. Oder anders ausgedrückt, die Produktion der KKWs noch in 2021 war etwa 60% der Produktion aller deutschen Windräder. Das macht die Dimension deutlich. Und das bedeutet, dass auch schon vor dem Krieg klar war, dass der Wegfall von etwa 70 Terawattstunden Anfang 2023 nicht bis Ende 2000, das muss heißen bis 2023, durch den Ausbau von Wind und Sonne kompensiert werden konnte. Nun, was hatte man geplant? Wie sollte kurz- und mittelfristig kompensiert werden? Mit mehr Kohle? Ganz sicher nicht, denn der Kohleausstieg ist ja ebenfalls beschlossen. Die Antwort ist bitter. Natürlich sollte der Ausfall der etwa 70 Terawattstunden durch Kernkraftwerke durch Gas aus Russland kompensiert werden. Und wahrscheinlich brauchte man deshalb auch unbedingt Nord Stream 2. Ab 2023 fehlt nun dieser Beitrag komplett und verschärft natürlich die Energiekrise und Versorgungssicherheit dramatisch durch eine, so muss man es leider sehen, hausgemachte und vermeidbare Entscheidung. Und russisches Gas sollte natürlich zusätzlich auch die Lücken schließen, die im Zusammenhang mit dem Kohleausstieg entstehen werden. Und so drohen eben insgesamt durch die Pläne, die jetzt vorliegen, eine Situation, die auf ein Scheitern hinausläuft, wenn man nicht radikal umsteuert. Übrigens, der Betrieb von Stromerzeugung durch Kohle im Vergleich zu Gas ist so zu sehen, dass etwa die CO2-Belastung bei der Verwendung von Gas um 50% reduziert werden kann. Nun, Stand Frühjahr 2020, also jetzt, ist, dass wir hoffen auf Gas aus den USA und Strom aus Frankreich. Denn Katar, wir erinnern uns an den Besuch von Minister Habeck, kann erst in einigen Jahren liefern. Schauen wir uns mal die Situation in den USA an. 85% des in den USA geförderten Erdgases stammt aus Fracking.
Und mehr als 95% der Gasquellen in den USA benutzen tatsächlich Fracking. Und ich glaube, inzwischen weiß jeder, dass etwa 70% des Stroms in Frankreich aus Kernkraftwerken stammt. Und das lohnt sich noch einmal ein bisschen näher anzuschauen. Hier ist ein Chart aus einer amerikanischen Behörde, den ich ein bisschen überarbeitet habe. Und da sehen Sie die Entwicklung von Gas durch Fracking von 2000 bis 2050, also ab jetzt 2020 in einer Projektion. Und man sieht sehr deutlich, wie Fracking-Gas dramatisch angestiegen ist. Und Stand heute ist es so, dass von den 960 Milliarden Kubikmetern, die in Amerika Erdgas fördern, etwa 820 Milliarden Kubikmeter aus Fracking stammen. Lassen sich nicht durch die anderen Einheiten verwirren. Natürlich misst man in Amerika nicht in Kubikmetern, sondern in Cubic Feet. Und natürlich haben die Amerikaner eine Verwendung von Billionen und Trillionen, die verschoben ist gegenüber der europäischen. Also eine Trillion ist eigentlich eine Billion in unserer Sprechweise. Und eine Billion in amerikanischer Sprechweise ist natürlich eine Milliarde in unserer Sprechweise. Nun, die Tatsache, dass Fracking in Amerika inzwischen eine so große Rolle spielt, hat dazu geführt, dass Amerika im Hinblick auf Gas praktisch ein Selbstversorger und Exporteur geworden ist. Und Fracking hat insbesondere in Amerika auch dazu geführt, dass der Footprint, der CO2-Footprint deutlich nach unten gegangen ist. Wenn man fragt, wer liegt denn in dem CO2-Footprint, also pro Kopf in Tonnen CO2 gerechnet, weltweit ganz oben, dann würden die meisten natürlich sagen, die USA. Aber das ist überhaupt nicht so. Ich habe hier einmal die Länder, die uns interessieren, herausgehoben. Katar liegt mit 37 Tonnen pro Kopf ganz oben. Die USA liegen auf Platz 16 mit etwa 15 Tonnen pro Kopf. Deutschland liegt mit gut 9 auf Platz 28. Und Frankreich liegt auf Platz 67 mit gut 5 Tonnen pro Kopf. Und wenn wir Deutschland mit Frankreich vergleichen, dann ist klar, woran das liegen könnte. Das hat damit zu tun, dass eben die Energie, die elektrische Energie in Frankreich ganz überwiegend in roundabout 70% durch Kernkraftwerke erzeugt wird. Und natürlich musste man auch die Industrialisierung von Frankreich mit einbeziehen. Aber ganz sicher ist die Kernenergie in Frankreich verantwortlich für den sehr deutlich niedrigen Footprint von Frankreich. Ich will noch ein bisschen weiter auf Gas eingehen und vielleicht kurz betrachten, wie die Importe aus Russland sind. Darüber wird ja in diesen Tagen ganz besonders auch im Hinblick auf den Boykott gesprochen. Und da ist wichtig zu sehen, dass von den Gesamtimporten von Europa im Umfang von etwa 167 Milliarden Kubikmetern Deutschland 56 Milliarden abbekommt. Und das ist für das deutsche Gas etwa 33,5%. Und hier sehen Sie ein bisschen die Aufstellung und man sieht natürlich, dass Deutschland als Einzelland bei weitem der größte Nutznießer von russischem Gas war. Und man sieht aber auch an der Verteilung, dass die Dinge nicht so einfach sind, wie sie manchmal in der Presse erscheinen. Und man könnte daraus schließen, wenn man wirklich Russland durch einen Boykott von unserer Seite wehtun will, wenn man das denn kann, dann müsste es in der Tat ganz Europa sein. Ein nur Deutscher würde eben nur einen mächtigen, aber eben auch nur einen Teil ausmachen. Schauen wir nochmal auf Flüssiggas aus den USA. Importe in die EU im Dezember 2021 waren 7,15 Millionen Tonnen Flüssiggas. Und das entspricht etwa 10 Milliarden Kubikmetern, wenn man umrechnet. Und wenn man das hochrechnet auf ein ganzes Jahr, das war natürlich eine sehr hohe Lieferung, dann käme man auf 120 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas aus Fracking
überwiegend aus den USA gewonnen. Und das müsste man ins Verhältnis setzen zu dem, was wir heute aus Russland beziehen und insbesondere was Deutschland bezieht. Deutschland bezieht ja im Augenblick kein Flüssiggas aus den USA. Übrigens, bei den Transportwegen, die da notwendig sind, muss man natürlich im Hinterkopf haben, dass es ganz erhebliche Methanverluste entlang der Prozesskette gibt, die ich jetzt hier nicht weiter betrachten will, die ich auch wieder in meiner Homepage abgelegt habe. Ich will schnell weiterkommen und noch mal kurz gucken auf die Größenordnungen der Gasimporte. Hier sind die Top 10 Länder mit der höchsten Produktion. Und das ist eine Statistik aus dem Jahr 2020. Da sieht man sehr schön nochmal die USA mit etwa 914 Milliarden Kubikmeter und deutlich dahinter 300 Milliarden fast weniger Russland und dann dramatisch deutlich weniger Iran, China und Katar. Und ich habe Iran und Katar nochmal herausgehoben, weil in der Tat Katar und Iran, über Katar reden wir ja im Augenblick sehr viel in Deutschland, über das weltweit größte Gasfeld überhaupt verfügt, mit einem Potenzial von 52 Billionen Kubikmetern. Und dieses Gasfeld liegt tatsächlich im Persischen Golf und wird aufgeteilt. Und daher rühren natürlich auch die Konfliktpotenziale zwischen Katar und dem Iran. Und man kann sich gut vorstellen, aus dieser Weltgegend Gas in Zukunft zu beziehen, hängt sehr davon ab, wie die Situation mit Iran sich weiterentwickeln wird. Hier sind die höchsten Verbrauche. Die Vereinigten Staaten mit 832 Milliarden haben den höchsten Gasverbrauch weltweit überhaupt. Und nochmal, sie produzieren roundabout 916 Milliarden. Und das heißt, die Differenz zwischen dem, was sie produzieren und was sie selbst verbrauchen, ist nicht mal so viel. Sie sehen Russland und Sie sehen dann unten Deutschland mit 86,5 Milliarden Kubikmetern und etwa 56 davon aus Russland. Um Flüssiggas zu beziehen, ist klar, das weiß natürlich jeder, braucht man entsprechende Terminals. Es gibt in Europa im Augenblick 28 große Terminals für den Import von Flüssiggas. Spitzenreiter europaweit ist Spanien mit 6 solcher Terminals. Und natürlich weiß jeder, dass Deutschland keins hat. Hier ist das eins der neuesten, vielleicht das neueste in Rotterdam, um einmal die Größenordnung zu sehen. Die Holländer haben sich also sehr viel früher entschieden, in diese Richtung zu gehen und dafür ein Terminal gebaut. Wie steht es mit Fracking in Deutschland und wie steht es mit dem Widerstand gegen Flüssiggas? Und da ist interessant zu wissen, dass nach jahrelangem Hin und Her zwischen 2010 und 2017, da gingen die Wogen hoch, dann am 11. Februar 2017 ein endgültiges Verbot von Fracking in Deutschland festgelegt wurde. Der Hintergrund war eine sehr intensive Diskussion, die unter anderem befeuert wurde durch einen Film, aus dem manch einer schon dieses Bild kennt. Der Film hieß Gasland, erschien 2010. Er war für den Oscar nominiert. Und in dem Film konnte man unter anderem sehen, wie ein Wasserhahn brennt, nachdem man ein Streichholz dran gehalten hatte. Und das sollte eben deutlich machen, dass Fracking eine gefährliche Technologie ist, die Trinkwasser kontaminieren kann, die Erdbeben erzeugen kann und die einen ganz dramatischen Wasserverbrauch hat. Diese Punkte sind natürlich gültig. Und hier sehen Sie nochmal die entsprechende Presse aus jener Zeit, eine Webseite vom Bund. Fracking bedeutet, die Umwelt und die menschliche Gesundheit erheblichen Risiken auszusetzen. Oder Klimareporter von Frau Götze, die auch im Spiegel schreibt, die sich darüber Gedanken gemacht hat, ob man denn Gas, das durch Fracking gewonnen wurde, dann aus Übersee in Deutschland nutzen sollte. Und sie kommt zu dem Ergebnis, dass man das
aus Umweltgesichtspunkten natürlich nicht machen kann, dass man also auch kein Fracking-Gas importieren sollte. Die Welt hat damals ein bisschen dagegen gesteuert. Und das, was ich Ihnen aber jetzt zeigen will, ist eine ganz erstaunliche Studie, die etwa ein Jahr vor dem Verbot herauskam. Diese Studie kam heraus von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover. Sie ist, ich glaube, ungefähr 100 Seiten lang. Und sie diskutiert erstmal das förderbare Potenzial und diskutiert dann die Gefahren von Fracking. Und interessant sind die Zahlen. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass etwa 320 bis 2030 Milliarden Kubikmeter Gas durch Fracking in Deutschland, überwiegend in Norddeutschland, gefördert werden könnte in Tiefen zwischen 1.000 und 5.000 Metern. Und dann gibt es einen großen Teil in dieser Studie, der sich damit beschäftigt, wie ist es mit den Gefahren von Fracking, nochmal Kontamination von Trinkwasser, Erdbebengefährdung und einiges andere mehr. Und in Summe kommt die Studie, und das wird sehr detailreich niedergelegt, zu dem Ergebnis, Trinkwasserschutz und Fracking sind aus geowissenschaftlicher Sicht miteinander vereinbar. Erdbebengefahr ist vernachlässigbar. Allerdings sagt man immer wieder in dieser Studie, das ist nur dann richtig, wenn man ganz strenge Standards anlegt, die insbesondere die Gefahren, die man in Amerika schon erlebt und dokumentiert hat, ausschließt. Trotz dieser Studie hat der Bundestag dann im Februar Fracking endgültig entschieden zu verbieten. Das ist also die Situation. Und ich glaube, man muss feststellen, dass ähnlich wie bei Atomstrom sich Deutschland entschieden hat, Fracking nicht zu benutzen. Und man muss sich fragen, was verstehen wir besser als andere Länder? Und was verstehen vielleicht andere Länder besser als wir? Oder wie lange können wir es uns noch erlauben, den berechtigten Bedenken, durchaus berechtigten Bedenken gegenüber Kernkraftwerken und Fracking absoluten Vorrang gegenüber allen anderen Interessen und Risiken zu geben? Auch dazu habe ich weitere Dokumente eingestellt und ich würde gerne in der nächsten Folie einmal für die, die das nicht wissen, Ihnen zeigen, wie Grüne in anderen Ländern darüber denken. Das ist tatsächlich aus einem Interview des finnischen Fraktionschefs der Grünen Partei, Atte Harjanne, vom 11. Januar 2022, also ein paar Wochen alt. Und er sagt, Herr Harjanne, es war ein Wandel, der Anfang des Jahrzehnts begann. Nicht alle in der Partei sind mitgegangen, aber 2020 haben wir die Anti-Atomkraft-Haltung gestrichen. Wir sagen, dass wir alle nachhaltigen Technologien nutzen müssen, um fossile Energien loszuwerden. Ich finde das sehr bemerkenswert. Eine Entwicklung in vergleichbarer Art ist bei uns immer noch nicht feststellbar. Und ich glaube, wenn man einmal zusammenfasst, was wir heute in den Medien lesen können, muss man es für viel zu einfach halten, die deutsche Abhängigkeit von russischem Gas der Politik von CDU und SPD während der Merkel-Ära anzulasten. Das KKWs Fracking und der Import von Flüssiggas in Deutschland keine Chance hat, sollte man nicht vergessen, und das hat mit der Umweltbedingung in Deutschland zu tun, die insbesondere bewirkt hat, bedingungslos an eine Energiewende alleine mit Erneuerbaren zu glauben. Ich glaube, der letzte Satz ist ganz wichtig, weil wir uns wirklich überzeugt haben, man könnte sagen, gesamtgesellschaftlich, wenn man den Medien ein bisschen sich anvertraut, überzeugt haben, dass wir die Energiewende alleine durch Erneuerbare leisten können. Nur auf diesem Hintergrund ist zu verstehen, dass wir uns mit den Fragen KKW, Fracking und Flüssiggas nicht mehr beschäftigt haben. Andere Länder haben das anders eingeschätzt, sind andere Wege gegangen. Und jetzt wird es Zeit, einmal in die Frage, ist denn diese Überzeugung, ist dieser Glaube gerechtfertigt? Ist er wirklich machbar? Welche Herausforderungen gibt es da, in Details einzusteigen?
Also endlich zur Energiewende. Und ich werde mich hier auf einen heiklen Aspekt fokussieren, der allerdings in der öffentlichen Diskussion wenig oder fast überhaupt nicht vorkommt und wenn, dann nur sehr verkürzt. Und das ist die Frage der Versorgungssicherheit. Damit wir das verstehen können, ganz schnell nochmal ein Abriss, was sich Deutschland vorgenommen hat. Am 24.06.2021 hat der Bundestag das neue Klimaschutzgesetz verabschiedet. Und danach haben wir uns verpflichtet, 2030 die Treibhausgasemissionen um mindestens 65% gegenüber den Emissionen von 1990 zu reduzieren. 2040 sogar um 88%. 2045 wollen wir netto treibhausgasneutral sein. Und 2050 wollen wir sogar negative Treibhausgasemissionen erreichen. Das mag viele verwundern, wie kann man negative Emissionen erreichen? Damit ist gemeint, dass wir CO2 aus der Atmosphäre speichern, dass wir also einen Beitrag dazu leisten, dass CO2 aus der Atmosphäre abgesenkt wird. Das sind also die Ziele und die sind verbindlich. Und wenn man diese Ziele vor Augen hat, muss man sich natürlich fragen, ob man dafür nicht dann Kennzahlen, Machbarkeitsszenarien, Kostenbetrachtungen, die den Bedarf und die Lieferung des jeweils Notwendigen in verschiedenen Sektoren darstellen. Was gibt es dazu von der Bundesregierung? Leider bis heute keine Zahlen. Was es gibt, ist ein großen Klimaschutzplan 2050, ein Dokument, das sehr lesenswert ist, auch in den Downloads. Aber dieses Dokument beschreibt die Probleme, beschreibt die wichtigen Bestandteile, welche Wege man gehen könnte. Aber die Wege sind nicht unterlegt mit Kennzahlen, sodass man sie nicht wirklich überprüfen kann im Hinblick auf Machbarkeit. Nun, für das, was ich jetzt ausführen will, habe ich vier wichtige Quellen neben vielen anderen benutzt und die will ich kurz vorstellen. Ein Buch von David McKay, Sir David McKay, der leider im Jahr 2016 verstorben ist, war Professor an der University of Cambridge und er hat 2008, glaube ich, ein Buch herausgebracht mit dem Titel Sustainable Energy Without the Hot Air. Ein wunderbares Buch eines Physikers, das wirklich die Energiewende in jeden Winkel beleuchtet und mit Zahlen unterfüttert, mit Szenarien unterfüttert und viele, viele nützliche Berechnungen anstellt, wie zum Beispiel die, die man hier sehen kann. Ich gehe nicht darauf ein. Die Frage, wie muss man Windräder platzieren, um sie einigermaßen optimal für den Ertrag einzurichten? Das ist also die Frage der Kannibalisierung etwa durch Turbulenzen, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Darauf gehe ich später noch mal ganz kurz ein. Eine zweite wichtige Quelle für mich ist das sogenannte Barometer Energiewende vom Fraunhofer Institut IEE in Kassel und ISE in Freiburg. Die geben jährlich so etwas wie ein Energiebarometer heraus. Sie sehen das rechts abgebildet. Ich gehe jetzt hier darauf nicht ein, dass sich sehr lohnt anzuschauen. Und dieses Energiebarometer ist tatsächlich deshalb so wichtig, weil man hier einen Versuch macht, Kennzahlen wirklich auf den Tisch zu legen, die die Energiewende diskutierbarer machen. Es gibt auch solche Zahlen von Agora Energiewende. Das ist ein Think Tank aus Berlin, der den Grünen nahesteht, geleitet von Patrick Greichen, der inzwischen Staatssekretär bei Minister Habeck ist. Auch eine sehr interessante Quelle. Und schließlich eine private Kommunikation von Guido Wallner und Thomas Linnemann, beide Energiewissenschaftler vom VGB, auf Grundlage von sehr aufschlussreichen und sehr interessanten Daten von ENTSO. Das ist die European Association for the Cooperation of Transmission System Operators. Und die haben tatsächlich Aufzeichnungen von dem, was in den europäischen Netzen, in den verschiedenen Energieformen
verbraucht wird, aber auch welche Leistungen täglich und sogar stündlich anfällt. Und die werden wir uns besonders angucken und auch diese Publikationen von Herrn Wallner und Linnemann, die ich ganz besonders empfehle, können Sie in meinem Download auf meiner Webseite sehen. Ich werde diese Seite, die Sie hier sehen, nicht wirklich im Detail angucken. Hier sind einmal einige wenige, und das ist nur ein Ausschnitt der Kennzahlen aufgelistet, die man eigentlich braucht, wenn man sinnvoll über die Energiewende sprechen und diskutieren will. Alle roten sind solche, für die es keine Darstellungen in den offiziellen Papieren der Regierungen, weder auf Bund noch in den Ländern gibt. Ich nehme mal ein paar davon heraus. Natürlich wissen wir, was der Energiebedarf im Endverbrauch heute ist. Das ist gut publiziert in allen Statistiken. Aber es gibt keine belastbaren Aussagen über, was man plant für den Energieverbrauch in den Jahren 30, 45, 50, also den Jahren, die so maßgebend sind für das neue Klimaschutzgesetz. Dasselbe gilt auch für den jährlichen Strombedarf oder den Wasserstoffbedarf oder die Bedarfe von synthetischen Kraftstoffen oder für die Produktion von Wind- und Sonne- und Gaskraftwerken. Keine dieser wichtigen Kennzahlen sind erhältlich oder bekannt. Und ich fürchte, sie sind auch nicht wirklich in den Ministerien vorhanden. Ja, ich hatte schon gesagt, das ist ein großer Mangel. Und wenn man nun wirklich diskutieren will und nachdenken will und Abschätzungen machen will, muss man sie sich selber zurechtlegen, zusammensuchen und abschätzen. Und weil das so ist, weil dieser Mangel besteht, sind die Antworten auf die Kernfrage, schaffen wir das, mit extremer Unsicherheit behaftet. Und angesichts der Bedeutung einer sicheren Energieversorgung bedeutet das natürlich ein erhebliches Risiko und ich finde eigentlich ein vermeidbares Risiko, wenn man sich bemühen würde, diese Kennzahlen wenigstens in Bandbreiten sorgfältig abzuschätzen und zu veröffentlichen. Auf diesem Hintergrund, so finde ich, muss man die Entscheidungen aus Atom und Kohle verbindlich auszusteigen als eine dramatische Risikoerhöhung betrachten, die durch den Krieg sogar noch eine neue Dimension erreicht hat. Denn wenn man sich entscheidet, auszusteigen, aber die Kennzahlen für die Zukunft wenigstens in Bandbreiten nicht hat, dann ist natürlich jede Planung im Grunde genommen eine extrem risikobehaftete Situation. Man braucht also Kennzahlen und ich werde jetzt mal einige Kennzahlen vorstellen, so wie ich sie weiter verwenden will. Stromverbrauch heute ist bekannt, in jeder Statistik zu lesen, roundabout 520 Terawattstunden. Endenergieverbrauch, wenn man alles zusammenzählt, also die fossilen, die elektrische Energie in Deutschland, etwa 2600 Terawattstunden. Das ist der Endverbrauch, nicht der Primärenergieverbrauch, der ist natürlich sehr viel höher. Das bedeutet zum Beispiel, dass man mit Kohle natürlich durch Energieverlust Strom erzeugt, als Beispiel. Die öffentlich zugänglichen Schätzungen für 2050, das sind also die, die ich schon genannt habe, etwa von Agora Energiewende oder auch von den Fraunhofer Instituten und vielen, vielen anderen mehr. Es gibt viele, die publiziert sind, aber eben keine von der Regierung oder den Ländern. Diese Schätzungen variieren dramatisch. Und ich will mich im Folgenden stützen auf die, die mir am meisten plausibel erschienen nach langem Studium. Und das sind die vom Fraunhofer IEE in Kassel. Und die schätzen einen Strombedarf für 2050 im Umfang von 2419 Terawattstunden. Und jetzt kommt es, sehr interessant, davon 1000 Terawattstunden in Deutschland zu erbringen und 1419 Terawattstunden im Ausland zu erbringen. Und sie schätzen den Endenergiebedarf in 2050 auf etwa 2081 Terawattstunden. Das hieße eine deutliche Ersparnis gegenüber dem Endenergieverbrauch von heute. Das ist natürlich auch angestrebt und da spielt vieles hinein. Denken wir an Elektromobilität mit einem sehr viel besseren Wirkungsgrad. Denken wir an die Isolierung unserer Häuser,
und die Wärmeverluste, die wir dadurch vermeiden können. Natürlich wird man sehr viel im Endverbrauch sparen müssen. Also Fraunhofer geht davon aus, roundabout 600 Terawattstunden können wir sparen. Aber interessanterweise kommen sie zum Ergebnis, dass die überwiegende Strommenge im Ausland für uns produziert werden muss. Und da fragt man sich natürlich, wie soll das denn gehen und wofür soll das sein? Und die Antwort ist sehr einleuchtend. Überwiegend wird die Stromerzeugung im Ausland für uns für Wasserstoffproduktion und so etwas wie Power to Liquid und Power to Gas, also synthetische Kraftstoffe, verwendet werden müssen. Wie die im Einzelnen aufzuspalten sind, auch darüber hat sich das Fraunhofer Institut Gedanken gemacht. Also zum Beispiel roundabout 557 Terawattstunden für so etwas wie synthetische Brennstoffe für Flug- und Schiffsverkehr und so weiter. Wir müssen das gar nicht im Detail angucken, aber das sind in etwa mal grobe, vernünftige Zahlen, die man als Kennzahlen annehmen kann. Weitere Kenn- und Planzahlen, die ich Ihnen vorstellen möchte für die dann bald beginnende tiefere Diskussion. Der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch heute ist roundabout 40%. Anfang 2022 war er sogar mal fast bei über 50%. Daran sieht man schon, dass es große Schwankungen gibt. Die Anzahl der Windräder heute liegt bei etwa 30.000 und die installierte Leistung aller deutschen Windräder bei etwa 63 Gigawatt on- und offshore. Und wenn man jetzt mal 63 Gigawatt mal 24 mal 365 Tage rechnet, dann würde man ja 550 Terawattstunden herausbekommen. Aber wir haben nur roundabout 131 Terawattstunden geerntet. Und aus dieser Differenz 550, 131 kann man etwas sehen, was wichtig ist, dass nämlich, wie man ja wahrscheinlich schon vermutet hat, Windräder nicht mit ihrer Nennleistung betrieben werden können. Und man spricht dann von einem Kapazitätsfaktor. Das ist also der Faktor, den man abschlagen muss gegenüber der Nennleistung. Und wir werden gleich interessante Studien von Ballana und seinen Kollegen sehen, in denen wir sehen können, dass die langfristigen Mittel von einem solchen Kapazitätsfaktor, also dem Abschlag der Nennleistung von Windrädern, bei etwa 17% liegen, Maximum 23%. Und das heißt natürlich, dass von der Nennleistung 63 Gigawatt der 30.000 deutschen Windräder nur 12,6 Gigawatt roundabout übrig bleiben. Übrigens, diese 130 Terawattstunden, die die Windräder produziert haben, sind 25% von den 520 Terawattstunden, die wir insgesamt als Jahresstrom haben. Und sie wären nur 13%, wenn wir auf die 1000 in 2015 gehen. Ich nenne diese Prozentzahlen, um zu sehen, was da durch die Ausbauversprechen oder Ausbauhoffnungen noch an Zubau geleistet werden müsste. Schauen wir auf die installierte Leistung von Photovoltaik, heute 54 Gigawatt. Die Anzahl der Anlagen liegt bei sagenhaften 2 Millionen in Deutschland inzwischen. Und die Jahresproduktion liegt bei etwa 51 Terawattstunden. Und das sind 10% von dem Gesamtstromverbrauch oder 5% von dem in 2050. Auch das nochmal, um die Relationen zu sehen. Und nun ist es so, dass der Kapazitätsfaktor von Photovoltaikanlagen nur 10% ist. Das erschrickt manche, aber es wird sofort klar, warum das so ist. Nachts scheint die Sonne überhaupt nicht, jedenfalls ganz selten. Und auch tagsüber haben wir oft bedeckten Himmel, sodass also im Jahresmittel ein Kapazitätsfaktor von roundabout 10% herauskommt. Und das heißt nochmal für uns übersetzt, von den 54 Gigawatt, die wir installiert haben, kommen tatsächlich nur 5,4 Gigawatt in tatsächliche Leistung. Und das muss man immer wieder sehen. Und das ist wichtig festzuhalten, weil nämlich in den Medien immer wieder die Nennleistungen genannt werden und die erscheinen dann wirklich sehr mächtig. Und es wird nicht oft genug darauf hingewiesen, dass man natürlich eigentlich mit den Kapazitätsfaktoren Abschläge rechnen muss. Nun, Sie wissen alle, dass die neue Bundesregierung plant, 2% der Landesfläche bis 2030 für Wind
in Anspruch zu nehmen. Heute haben wir nach Auskunft der Bundesregierung etwa 0,9%, sagen wir 1% der Landesfläche verwendet. Und wenn man diese Zahlen ernst nimmt, wenn man sie als Grundlage nimmt, dann würde das heißen, dass wir roundabout 2030 mit 250 Terawattstunden aus Wind rechnen können. Aber auch das ist immer noch relativ zu dem Bedarf von 600 bis 1000 Terawattstunden nur ein ja, relativ kleiner Anteil. Das macht schon mal deutlich, wie anstrengend das sein wird, überhaupt voranzukommen mit Wind und Photovoltaik. Und jetzt gehen wir wirklich mal in ein paar Details, wo man einige Überraschungen erleben kann. Hier ist ein Chart von Wallana und seinen Kollegen und da sehen Sie sehr schön den langjährigen Mittelwert für die Leistung, die man aus den deutschen Windanlagen seit 1990 ziehen kann. Und der lag also bei, wie Sie eben schon mal gehört haben von mir, hier steht es auch nochmal, roundabout 17%. Wenn man berücksichtigt, dass am Anfang, also so zwischen 1990 und 2000, noch nicht so viele Windräder gebaut waren, dann ist vielleicht der Mittelwert ab 2000 ein bisschen aufschlussreicher. Er liegt ein bisschen höher, er liegt vielleicht bei 18%. Und Sie sehen aber etwas anderes, was ebenfalls sehr eindrucksvoll ist. Sie sehen nämlich, dass die Schwankungen so etwas wie bis zu 2 Standardabweichungen ausmachen. Und das ist etwas, was uns vor Augen sein muss. Also die Planbarkeit der Leistung und des Energieertrags von Windrädern unterliegt ganz dramatischen, auch auf Jahreszahlen, ganz dramatischen Schwankungen. Die verbreiteten Narrative sind, Strom aus Wind und Sonne ist billiger als Strom aus fossilen Kraftwerken und Atomkraftwerken. Das hören wir immer wieder. Durch Wind und Sonne erreichen wir eine nationale Unabhängigkeit in der Energieversorgung. Durch nicht verbrauchten Strom aus Wind und Sonne können wir unseren Wasserstoffbedarf decken. Notfalls können wir auf Strom im europäischen Verbund zurückgreifen, denn irgendwo weht immer Wind. Ich bin sicher, Sie werden mir zustimmen, das ist die Lage, die Diskussionslage, die wir immer wieder hören. Und die wollen wir jetzt mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Als erstes noch ein Zitat von Frau Schnitzer. Frau Schnitzer, Mitglied der Wirtschaftsweisen, hat wenige Tage vor dem Ukraine-Krieg in einem Interview in der Neuen Osnabrücker Zeitung Folgendes gesagt. Eigentlich sind die hohen Energiepreise die beste Werbung für die Energiewende. Sie bieten doch die Chance, sich weniger abhängig zu machen von Gas- und Ölimporten. Je schneller die Energiewende gelingt, desto unabhängiger werden wir künftig sowohl wirtschaftlich wie politisch sein. Ja, also was soll man dazu sagen? Also das klingt ja alles ganz toll, aber es hat Frau Professor Schnitzer gesagt und sie ist eine der Wirtschaftsweisen. Sie berät die Bundesregierung. Was soll man dazu sagen? Hier werden implizite Aussagen und die Zementierung des verbreiteten Narrativs erneuerbare Energie ist preiswert und durch den Ausbau erneuerbaren Energien werden wir national unabhängig verfestigt. Das ist das, was sie hier tut. Sollte sie es besser wissen? Ja, das wollen wir uns mal fragen. Und dazu schauen wir jetzt auf einige Beispiele mit vielen inhärenten Überraschungen. Ich fange mal an. Hier sehen wir die Tage vom 19. Januar 2022 bis 26. Januar 2022. In Braun konventionelle Energieträger, in Blau- und Grautönen die regenerativen. Und was wir in dieser Zeitspanne sehen, ist eine unglaubliche Volatilität der erneuerbaren Energien. Wir sehen noch etwas anderes. Ich habe hier eine gestrichelte Linie eingezeichnet. Das ist das, was ich mit Grundlast bezeichnen will. Also die notwendige Leistung, die jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde vorhanden sein muss, um die Nachfrage zu decken. Und die Physiker unter Ihnen wissen natürlich, dass
mit der Grundlast ein enormes Steuerungsproblem verbunden ist, das nicht nur darin besteht, dass man immer zur rechten Zeit gut geplant die Energieträger zu- und abschalten muss, um diese Grundlast jeden Augenblick zu gewährleisten, sondern damit auch die Frage verbunden ist, dass wir unsere Netzfrequenz von 50 Hertz stabil einhalten. Wir dürfen sie nicht mal um ein Hertz über- oder unterschreiten. Und natürlich ist die Frequenz abhängig von der Nachfrage. Und sie stabil zu halten, gelingt unter anderem deshalb, weil wir die schweren Massen in den Turbinen der konventionellen Energieträger haben. Und das erwähne ich nur deshalb und will nicht weiter darauf eingehen, weil in dem Augenblick, wo wir uns vorstellen könnten, dass die gesamte Energieversorgung durch Erneuerbare, also Photovoltaik und Windräder und Biomasse und Wasser, die ich natürlich ganz beiseite gelassen habe, weil sie nicht mehr ausgebaut werden und eigentlich nur einen kleinen Anteil ausmachen. Also wenn wir das einmal hätten, dann ist diese Frage, wie man die Netzfrequenz bei der enormen Volatilität eigentlich stabil halten kann, die ist vollkommen ungeklärt. Und dafür gibt es auch bundesweit im Augenblick gar keine Vorsorge. Denn bisher wird die Netzfrequenz von den großen Kraftwerkbetreibern im Verbund gesteuert. Und wenn die mal wegfallen, dann weiß niemand, wie man die Netzfrequenz eigentlich stabil halten könnte. Das wollte ich nur am Rande erwähnen. Und damit habe ich also auch ein bisschen jetzt die Grundlast eingeführt. Und in diesem nächsten Bild sehen wir noch einmal die extreme Volatilität der Erneuerbaren. In diesem Bild sind nur die Erneuerbaren abgetragen. Vom 10. Januar 22 bis 17. Januar 22. Und Sie sehen in den braun, gelb und ockerfarben obendrauf gesetzt, da sehen Sie Solar und unten drunter in blau, grau und oliv, da sehen Sie die Windenergie. Also eine extreme Volatilität über diese Tage. Und jetzt könnte man sagen, ja, also vielleicht hat der Vortragende jetzt hier Extremsituationen herausgesucht, um das zu problematisieren. Das ist nicht der Fall und das wollen wir uns als nächstes angucken. Hier ist nochmal ein ganzes Jahr dargestellt, das Jahr 2020. Und da sehen Sie in der roten gestrichelten Linie den Aufstieg und dann den Abstieg von Solar. Und man sieht also deutlich, was man erwartet, dass wir im Sommer eine größere Ernte haben. Und wir sehen darüber in der blauen Linie, sehen wir dazu die Windernte. Und man erkennt sofort, was man erwarten würde, dass natürlich in den Wintermonaten wir mehr Wind haben als in den Sommermonaten. Und Sie sehen darüber die anderen Energieträger, die dann jeweils die notwendige Bedarfsdeckung zu 100% leisten. Noch haben wir die, aber bald schalten wir ja neben den Atomkraftwerken, die wir schon abgeschaltet haben, die nächsten drei ab und bis 2033 dann eben auch alle Kohlekraftwerke. Und jetzt kommt's. Jetzt kommen also die ersten Charts, die ich Guido Wallner und Thomas Linnemann verdanke. Großartige Charts, die, wenn Sie sie noch nie gesehen haben, Sie überraschen und tief beeindrucken werden. Auf dieses will ich mal ein bisschen im Detail eingehen, um es genau zu verstehen. Und dann können wir die nächsten ein bisschen schneller anschauen. Das sind also Charts von ENTSO, dieser europäischen Institution, die die Leistungen in den europäischen Netzen genau verzeichnet und misst und sammelt und ihren Nutzern zur Verfügung stellt. Es sind tatsächlich Stundenwerte, die hier über das ganze Jahr jetzt in diesem Chart dargestellt sind. Und was wir also sehen, ist die Leistung, die angebotene Leistung der Windräder in den Jahren von 2010 bis 2021, also über 10 Jahresscheiben. Und wir sehen, da gibt es eine extreme Volatilität. Und übrigens ist beides zusammen dargestellt, on- und offshore. Und in der blauen Linie, die ich hier heraushebe, sieht man den Zuwachs der Nennleistung. Und man sieht also sehr schön unter der Nennleistung die tatsächliche Leistung in ihrer unglaublichen Fluktuation. Man sieht noch etwas, das sehr überraschend ist. Man sieht, wenn man mal hier auf die
Anfangsjahre geht, also so um 2010 und dann auf die Endjahre so um 2020, sieht man, dass die Leistung, das sind meine blauen Linien, roundabout um den Faktor 2, die tatsächlich geschöpfte Leistung um den Faktor 2 gewachsen ist. Und wenn man aber auf die roten Linien guckt, das sind die Nennleistungswächse, dann sieht man eine 2,5-fache Vermehrung der Nennleistung. Und das macht etwas klar, dass nämlich die Erwartung, wenn man die Nennleistung hochschraubt, nicht automatisch um den gleichen Faktor in der gleichen Skala auch die tatsächlich schöpfbare Leistung hochgeht. Das ist eine geheimnisvolle Geschichte, die tiefer analysiert werden muss. Ich will hier nur darauf hinweisen, dass die Dinge eben nicht so einfach sind, wie man das so überschlagsmäßig rechnet. Wir vergrößern die Nennleistung und dann kriegen wir um den gleichen Faktor auch die tatsächlich schöpfbare Leistung. Ich will mal weitergehen und im nächsten Chart deutlich machen, dass diese Überraschung, dass also zwischen schöpfbarer Leistung und Nennleistung ein Faktor 2 zu 2,5 bestand, nicht erklärt werden kann, wie es scheint, durch Offshore. Denn Offshore kam erst so um 2014 bis 2020 ins Leben. Und Sie sehen, das hat also offenbar keinen Einfluss gehabt. Und man hätte ja gedacht, dass durch das Zuschalten von Offshore eigentlich die Sache besser wird. Man sieht aber auch in diesem Chart sehr schön, dass die Volatilität von Offshore sich sehr schön anschmiegt an die Volatilität von Onshore, dass die also irgendwie in einem gewissen Takt sind. Das sollte nicht sehr überraschen, denn der Wind ist ja nicht auf das Meer begrenzt und dann ganz anders auf Land. Also da gibt es Zusammenhänge und da müsste man über Korrelationen reden und über Korrelationslängen. Und das ist ein interessantes neues Forschungsgebiet, das betrieben werden müsste. Guido Wallner und Thomas Linnemann haben sich darüber Gedanken gemacht. Schauen Sie in Ihre Arbeiten. Eine sehr interessante Idee, Korrelationslängen von Wind in Europa zu untersuchen. Etwas, das eigentlich unsere Meteorologen längst gemacht haben sollten, wenn sie intakt wären zu den Fragen der Energiewende, aber das machen sie ja nicht. Sie haben ihr eigenes Ding. In diesem Bild, und das ist wichtig für die Folgenden, wollen wir die Leistung normieren. Und zwar nehmen wir die tatsächlich geschöpfte Leistung im Quotienten zu der Nennleistung und stellen das in Prozent dar. Das heißt, wenn die geschöpfte Leistung ganz auf 100 ginge, dann hätte sie die Nennleistung erreicht. Und Sie sehen in diesem Chart also jetzt immer Prozentangaben. Nochmal, das ist also geschöpfte durch Nennleistung in Prozent dargestellt. Und Sie sehen noch einmal diese dramatische Volatilität. Sie sehen auch nochmal sehr schön jetzt in dieser Jahresscheibe von 2020, wie Anfang des Jahres und zum Ende des Jahres das ein bisschen mächtiger und kräftiger wird und dann im Sommer erwartungsgemäß weniger ist. Nachdem wir dieses Bild jetzt im Detail gesehen haben, kommt eine wunderschöne Überraschung. Wallner und Linnemann sind hergegangen und haben uns hier mal zur Verfügung gestellt, die Jahresscheiben von 2013 bis 2021 in diesem normalisierten Vergleich, können wir nämlich jetzt sehen, gibt es da Unterschiede oder nicht. Und die verblüffende Antwort ist, nein, da gibt es visuell überhaupt keine Unterschiede. Man könnte die Jahre also überhaupt nicht unterscheiden. Sie haben immer eine gleichartige, extreme Volatilität. Nochmal, jetzt sind also die Jahre, wo wir noch wenig Windenergie hatten, weil wir noch wenig Windräder hatten, durch Normalisierung auf die gleiche Skala gehoben wie die Jahre um 2020, wo wir schon sehr viel mehr Windräder hatten. Das ist eine unglaubliche Feststellung und diese Feststellung hat Konsequenzen, nämlich die Konsequenz, dass es offenbar bei dieser Volatilität, die wir hier visuell wahrnehmen können, keine Planbarkeit gibt. Also es wirkt ein bisschen so und hat natürlich auch den Charakter von einem zufälligen Prozess. Wir schauen uns jetzt mal in dem Jahr 2020 einen Monat an, und zwar den Monat Februar. Und in dieser Auflösung, die also wirklich wieder die Stundenwerte zeigt, da sehen wir etwas sehr Interessantes. Da sehen wir um den 6. Februar das Minimum der schöpfbaren Leistung mit 5%, nur 5% der Nennleistung. Und wir sehen aber auch
roundabout um den 22. Februar ein Maximum von 76% der Nennleistung. Also das ist ein extrem windstarkes Ereignis gewesen. Und insbesondere war also dieser Monat Februar ein Monat, in dem die geschöpfte Energie für diesen Monat um 20 Terawattstunden lag. Und das war also für die bisherige Geschichte der Windräder in Deutschland das Allzeithoch. Aber man sieht eben diese unglaubliche Unplanbarkeit. Von 5% bis zu 76% sind die Leistungsunterschiede in diesem Monat gewesen. Im Januar haben wir ein Bild, wo tatsächlich das Minimum sogar runtergegangen ist auf nur 2% und das Maximum bei 74%. Das korrelierte übrigens mit einem Sturmtief. Und man sieht auch sehr deutlich, dass also diese windstarken Ereignisse, ja, diese Spitzen in dem Diagramm, ja, wirklich sehr, sehr spitz sind. Also nicht irgendwie solche Hügel sind, die eine gewisse Planbarkeit machen könnten. Nein, die treten auf wie ein Pfeil und dann ist es wieder weg. Also so viel zur Planbarkeit. Übrigens, in diesem Ereignis hatten wir ein Allzeithoch in der schöpfbaren Energie von 47 Gigawatt. Und jetzt schauen wir mal auf den September 2021, also einen sommernahen Monat, wo wir deutlich sehen, dass der Chart sehr flach verläuft, aber immer noch hat er viele Spitzen. Wir sehen, das war ein windschwacher Monat. Der Mittelwert über diesen Monat waren nur 5 Gigawatt. Und die installierte Leistung war aber 64 Gigawatt. Also wir haben in dem ganzen Monat nur im Mittel 5 Gigawatt von der installierten Leistung schöpfen können. Und eingespeist hat dieser windschwache Monat nur 2 Terawattstunden, während der Februar, den wir eben gesehen haben, ein sehr windreicher mal 20 Terawattstunden eingespeist hat. Nachgefragt wurden in diesem Monat 23 Terawattstunden an Bedarf. Das führt uns nun endlich auf den Punkt. Es wird also jetzt hoffentlich für Sie spannender und spannender, nämlich die Frage, was machen wir denn da, wenn wir vollständig von Erneuerbaren und wie gesagt, ich habe Biomasse und Wasserkraft vollkommen weggelassen, weil die können wir mal als so einen Grundsockel noch dazu nehmen, der aber ja nicht weiter ausgebaut wird, der ein bisschen die Situation verbessert, aber nicht wirklich relevant ist. Was machen wir, wenn wir vollständig auf Wind und Solar angewiesen sind? Was machen wir, wenn wir die Lücken füllen wollen? Welche Backup-Techniken hätten wir? Welche Backup-Energie stellen wir uns vor? Und welche Backup-Leistung müssten wir haben? Und dazu schauen wir in diesem Chart nochmal auf die blauen und die orange Ereignisse. Das blaue ist Wind, orange darauf gesetzt ist Solar. Und Sie sehen sehr schön natürlich auch die Tagesabhängigkeit von Solar. Nicht? Sie sehen den Tagesrhythmus. Die Spitzen kommen in einem festen täglichen Rhythmus. Wie sollte es anders sein? Das ist Tag-Nacht. Sie sehen, dass der Wind aber Tag und Nacht nicht sehr respektiert. Sie sehen im Hintergrund das Graue. Und das ist der tatsächliche Bedarf, der angefordert wird in Deutschland. Und Sie sehen, hier habe ich mal Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag drüber geschrieben, dass natürlich der Bedarf eine zirkadiane Rhythmik hat, die immer am Anfang der Woche besonders hoch geht und dann so ein bisschen abfällt und sein Minimum am Sonntag hat. Und von Samstag auf Sonntag gibt es also immer ein ganz deutliches Minimum im Bedarf. Und das sieht man also in all diesen Rhythmen über das ganze Jahr, im Wesentlichen mit kleinen Unterschieden ausgeprägt. Und damit man diesen Bedarf decken kann, braucht man die Grundlast. Die ist also etwa, das ist grob geschätzt, 50 Gigawatt. Und dann muss man eben gucken in der Steuerung, in der Planbarkeit, dass man diese Spitzen, die täglich kommen, noch abdecken kann durch Zuschalten von Kraftwerken, die schnell angeschaltet werden können. Dafür ist natürlich Kernenergie nicht geeignet. Dafür ist auch Braunkohle nicht sehr gut geeignet. Steinkohle ein bisschen und Gaskraftwerke ganz besonders. Gaskraftwerke, das weiß man, wenn man den Gasherd anmacht, die kann man eben ganz schnell hinzufügen. Also das ist das Bild, von dem wir jetzt mal ausgehen und nun steigen wir ein. Also welche Backup-Technik, welche Backup-Energie
Welche Backup-Leistung? Ja, man hört sehr viel in den letzten Wochen und Monaten: Batterien, Batterien, Batterien. Klar ist, ohne dass ich jetzt in die Batteriediskussion einsteigen will, dass mit den gegenwärtigen Batterien aus vielen Gründen, Kostengründe, Umweltgründe, CO2-Gründe und, also der Lithium-Ionen-Technologie, die die beste im Augenblick im kommerziellen Bereich ist, damit wird man es nicht machen können. Man muss also darauf hoffen, dass in der Batterieentwicklung sich vielleicht eine Revolution in Zukunft vollziehen könnte. Und dazu kann ich Ihnen nur aller wärmstens empfehlen, ein YouTube von Professor Fichtner, der ein Helmholtz-Institut in Ulm leitet. Und ich glaube, man kann ihn zu Recht als den Batteriepapst in Deutschland bezeichnen. Und da können Sie lernen, was sich tatsächlich in der Batterietechnik anzudeuten scheint. Und diese Andeutung ist vielleicht wirklich eine Revolution, die hoffnungsvoll sein könnte. Also in der Thematik Batterien könnte wenigstens eine Teillösung liegen. Nun, die andere Diskussion, die wir ständig hören, ist, dass uns Wasserstoff helfen soll. Dass uns Wasserstoff als Träger helfen soll, die Backup-Leistung, die Backup-Energie zu füllen. Nun, dazu muss man wissen, und das ist einfach ein Fakt, dass ich jetzt nicht weiter diskutiere, der Wasserstoffzyklus, Strom, Wasserstoff, Strom, wenn man alles berücksichtigt, die Herstellung von Wasserstoff, den Transport, die Lagerung und alles und dann die Rückwandlung in Strom, ist eine Geschichte, die 4:1 ist. Das heißt, aus 4 Kilowatt Strom kriege ich hinten nur noch 1 Kilowatt raus. Und das ist natürlich eine Energieverschwendung von gigantischem Umfang und da muss man gleich ein Fragezeichen dran stellen. Oder ist es doch so, dass man auf mittlere und vielleicht sogar lange Frist damit gerechnet hat, aber das nie gesagt hat, dass man den Backup mit Gas machen wollte? Das wäre technisch denkbar, denn Gaskraftwerke sind sehr schnell in der Reaktion. Und Gas hat ja, wie wir schon gehört haben, gegenüber Kohle nur die Hälfte der CO2-Emissionen. Und ich vermute, dass das die Absicht war. Ich vermute, dass das auch begründet, warum man an Nord Stream 2 so lange festhalten wollte oder überhaupt Nord Stream 2 gebaut hat. Denn der Umfang von Gaskraftwerken, um den Backup wirklich hinzukriegen, der ist tatsächlich beträchtlich. Das werden wir jetzt gleich sehen. Bevor ich aber da reingehe, wollen wir vielleicht noch kurz die Frage angucken, wie ist es mit dem, irgendwo weht immer Wind? Das ist ja ein Narrativ, das Sie bestimmt schon oft gehört haben, dass man zwar die Volatilität der Windräder oder der Leistung der Windräder hat, aber dass man ja dann ganz Europa zusammenschalten könnte zu einem europaweiten Windpark und dann müsste sich das ja eigentlich irgendwie ausgleichen und eine gewisse konstante Grundlast zur Verfügung stellen. Dazu haben Wallner und Linnemann diesen Chart vorbereitet. Da sehen Sie Deutschland und 7 Nachbarländer. Also das sind die unmittelbaren Nachbarländer wie Dänemark und Frankreich und Belgien und so weiter. Und da sieht man tatsächlich, dass das schon ein bisschen besser wird, dass man vielleicht so ein bisschen an Grundlast erhoffen könnte. Jedenfalls hat man dann eine Leistung nach Stand 2017 von 93 Gigawatt gegenüber roundabout 60, wenn wir nur Deutschland. Und wenn wir nun alle europäischen Länder, nicht alle, aber insgesamt 17 europäische Länder zusammennehmen, dann sieht das wirklich schon hoffnungsvoller aus. Aber immer noch haben wir diese unglaubliche, unplanbare Volatilität oder anders ausgedrückt, irgendwo weht der Wind immer. Ist ein bisschen wahr, aber es hilft nicht wirklich. Die Volatilität bleibt bestehen. Es hebt sich zwar ein bisschen im Hinblick auf die Grundlast, aber die Grundlast, die Sie unten ablesen konnten, ist also immer noch relativ geringfügig gegenüber der Leistung, die als Nennleistung jetzt auf 170 Gigawatt angewachsen ist.
Würde man den 2017er europäischen Windpark zusammenpacken, hätte man eine Jahresenergie von 340 Terawattstunden schöpfen können. Ja, was ist 340 Terawattstunden? Ja, das ist weit weniger als das, was wir in Deutschland an Strom verbrauchen. In Deutschland verbrauchen wir, wie Sie sich erinnern, ja 520 Terawattstunden. Also auch das stellt mal wieder Relationen ein bisschen ins Verhältnis. Ich komme ans Ende. Und dazu habe ich jetzt drei Gedankenexperimente gemacht. Die bringen alles auf den Punkt. Die werden also jetzt zeigen, wo wirklich, man könnte sagen, der Sprengstoff in der ganzen Diskussion ist. Im ersten Gedankenexperiment, das ich ausführlich jetzt bespreche, geht es darum, dass ich mal annehme, dass wir die 520 Terawattstunden des heutigen Stromverbrauchs vollkommen erneuerbar absichern wollen und dann über Wasserstoff zur Sicherung der Grundlast kommen. Also wir wollen Wasserstoff als Backup einsetzen. Und noch einmal in diesem Gedankenexperiment habe ich Wasserkraft und Biomasse einfach vernachlässigt. Nochmal, das ist ein Sockel. Also wir könnten dann sagen, statt 520 Terawatt müssen wir nur 490 machen. Das ist egal. Es geht mir ja jetzt wirklich um ein Gedankenexperiment, um die Brisanz des Themas zu sehen. Im Zweiten werde ich dann man könnte sagen, die Prognose von dem Fraunhofer-Institut ernst nehmen, dass wir in Deutschland in 2050 etwa 1000 Terawattstunden Strom erzeugen müssten. Sie erinnern sich, Fraunhofer sagt ja, und dann noch mal 1400 Terawattstunden im Ausland für den deutschen Verbrauch. Und wieder erneuerbar absichern und über Wasserstoff die Sicherung herstellen. Und das Dritte ist vielleicht ein ganz verrücktes Gedankenexperiment, da geht es darum, synthetisches Kerosin am Frankfurter Flughafen abzusichern. Also wir wollen ja in Zukunft auch noch fliegen und ich werde einfach mal so denken, als müsste man das Kerosin in Frankfurt herstellen. Und was müsste man dafür tun? So, jetzt geht's los. Um die 520 Terawattstunden vollständig durch Erneuerbare liefern zu können, müsste man einen hypothetischen Windpark in Deutschland mit einer Nennleistung von 296 Gigawatt installieren. Wir haben heute, Stand heute, hatte ich ja schon mehrfach gesagt, 63 Gigawatt als Nennleistung. Und das ist natürlich dann ein Faktor 5. Und wenn wir heute 1% der Landesfläche besetzt haben, hieße das, wir müssten also 5% der Landesfläche besetzen. Das ist ein dramatischer Zuwachs. Da ist man sich nicht sicher, ob das überhaupt noch hingenommen wird. Übrigens, wenn man die Berechnungen von David McKay, denen ich sehr zuneige, in Ansatz bringt, müsste man für die 296 Gigawatt Wind 8,4% der Landesfläche ansetzen. Okay, aber jetzt nochmal. Wir haben 296 Gigawatt Wind. Und damit können wir 520 Terawattstunden tatsächlich produzieren, wenn wir den Kapazitätsfaktor 20% ansetzen. Das heißt, aus den 296 Gigawatt Nennleistung stehen uns tatsächlich 60 Gigawatt zur Verfügung. Über das Jahr gemittelt, Sie erinnern sich an die Charts von Wallanau, wo wir gesehen haben, welche Volatilität tatsächlich der Kapazitätsfaktor selber hat. Ich gehe aus, wie Sie schon mehrfach gesehen haben, von einer Grundlastnotwendigkeit von etwa 50 Gigawatt. Und dann gehe ich ganz optimistisch davon aus, dass dieser Windpark von 296 Gigawatt in Deutschland einen grundlastanfähigen Anteil von etwa 5% hat. Das ist weit über dem, was wir tatsächlich heute haben. Aber ich bin mal ganz optimistisch, auch um meine Rechnung einfacher zu machen. Also 5% der 296 Gigawatt Nennleistung sind grundlastfähig. Das sind 15 Gigawatt. Das ist also die Voraussetzung. Und jetzt geht's los. Und erstmal will ich Ihnen zeigen, was David McKay gemacht hat. Er hat nämlich gesagt, man sollte die Windräder wegen der Kannibalisierungseffekte in Abständen aufstellen, die dafür geeignet sind, die einigermaßen im Griff zu behalten. Also man kann sie natürlich nicht ganz wegkriegen, wie Sie an diesem wunderbaren Bild sehen, aber wenn man die Windräder zu nah aufeinander packt, sind sie so groß, dass sie sich wechselseitig total kannibalisieren.
David McKay rechnet mit einem Abstand von 5D mal 5D. D ist der Durchmesser der Rotoren und entsprechend sollte der Abstand 5D mal 5D in beide Hauptrichtungen sein. Dieser Windpark, den ich Ihnen hier zeige, in Dänemark, offshore, der hat tatsächlich eine Abstandsregelung von 6D mal 6D. Und wenn man das in die Berechnung von David McKay einspeist, dann kommt man auf eine Leistung pro Quadratmeter von nur noch 1,4 statt 2 Watt pro Quadratmeter. Also nur so viel nochmal dazu gesagt, was ich hier in diesem Chart vorhin gesagt habe, als ich darauf hingewiesen habe, in den Rechnungen nach David McKay wäre der Flächenverbrauch von einem solchen Windpark immerhin schon fast 9%. Das ist eine gewaltige Fläche gegenüber heute 1%. Aber jetzt weiter. Also wir haben diesen hypothetischen Windpark und es fehlt uns offenbar, um die Grundlast jederzeit darzustellen, überall das, was weiß ist. Nicht? Das ist ja klar. Überall da, wo es weiß ist, ist ja kein Wind. Oder anders ausgedrückt, wenn wir die Fläche, die weiße Fläche einmal schätzen über das ganze Jahr, dann gibt sie uns exakt die Energie, die fehlt für die Grundlast. Und das habe ich gemacht, also mit sehr groben Schätzungen komme ich auf ungefähr 125 Terawatt macht die weiße Fläche unter der roten Linie aus. Und diese weiße Fläche entsteht ja dadurch, dass zwischen der Grundlast 50 Gigawatt, die notwendig ist, heute wir nur annehmen, dass wir bei diesem Riesenwindpark nur 15 Gigawatt zur Verfügung stellen können. Jetzt wird es spannend, denn diese 125 Terawattstunden, die uns da zur Grundlast fehlen, die könnten wir natürlich durch Gaskraftwerke jederzeit darstellen. Wir müssten davon 35 Stück von der Leistung 1 Gigawatt haben, um 35 Gigawatt, das ist das Gap, das wir hier haben, nicht? Um diese 35 Gigawatt tatsächlich jederzeit leisten zu können, bräuchten wir 35 Gaskraftwerke. Die müssen natürlich nicht in jedem Augenblick ihre Leistung voll abgeben, manchmal überhaupt nicht, da wo Wind voll die Grundlast liefern kann, können sie abgeschaltet werden. Da wo es weiß ist, müssen sie zugeschaltet werden. Ob das überhaupt steuerbar ist, in dieser hohen Volatilität und Unplanbarkeit, lasse ich mal offen. Das ist also ein zusätzliches technisches Problem, aber im Prinzip könnte man es also mit den Gaskraftwerken machen. Was sind die Energien, die jetzt zu berücksichtigen sind? Ich hatte schon gesagt, die weiße Fläche, die zur Grundlast fehlt, ist 125 Terawattstunden. Die gelbe Fläche, das ist das, was grundlastfähig aus Wind herauskommt. Einfache Rechnung, 15 Gigawatt über 24 Stunden und 365 Tage macht 130 Terawattstunden. Und wenn wir nun die rote Fläche nehmen, die teilweise von Windkraft gestaltet wird und teilweise von den weißen, dann ist die 310 Terawattstunden. Und die Summe ist also der Gesamtverbrauch, den wir darstellen müssen. Wenn man die Spitzen, die überschießenden Spitzen über der Grundlast, wenn man die einfach runterziehen könnte, dann wäre das Problem gelöst. Aber das ist natürlich nicht möglich. Und deshalb brauchen wir also etwas, was diese weiße Fläche ausfüllt, um die notwendige Grundlast zu jedem Augenblick, zu jeder Sekunde wirklich darzustellen. Wie viel Backup-Leistung braucht man? Man könnte, und das ist ein beliebter Denkfehler, auf die Idee kommen zu sagen, die Energie, die wir in diesem Jahr, hier in diesem Planjahr darstellen müssen, ist 125 Terawattstunden und dafür brauchen wir eigentlich nur 14 Gigawatt. Das ist natürlich ein beliebter Denkfehler, denn ich muss ja zu jedem Zeitpunkt die weiße Fläche ausfüllen und die ist eben manchmal ganz nach unten gezogen und deshalb brauchen wir tatsächlich das volle Gap, also die 35 Gigawatt oder 35 konventionelle Kraftwerke, wenn man eine Größenordnung haben will. Und jetzt rechnen wir ein bisschen. Nehmen wir mal an, wir würden die 125 Terawattstunden, die uns zur Grundlastsicherung fehlen, über Wasserstoff, also über die Wasserstoffkette produzieren wollen. Das heißt also Strom in Wasserstoff, Wasserstoff wieder in Strom transformieren. Dann bräuchten wir für die 125 Terawattstunden tatsächlich 600 Terawattstunden Strom, um sie zu produzieren, zu speichern, zu transportieren
und zur Verfügung zu stellen und dann wieder in Strom umzuwandeln. Von diesen 600 Terawattstunden, die wir dafür bräuchten, können wir vielleicht die Spitzen von Wind benutzen. Und nach meiner Schätzung wären das vielleicht 150 Terawattstunden, die wir also hier reinstecken können. Also reinstecken können in die Wasserstoffproduktion. Wenn wir das machen, dann bleiben noch 450 Terawattstunden übrig, die wir irgendwie anders erzeugen müssen. Und ich nehme jetzt mal in dieser Annahme, dass wir alles erneuerbar machen, nehme ich mal an, diese 450 Terawattstunden, die wollen wir zusätzlich wieder durch Wind produzieren. Da wäre dann die Volatilität nicht mehr so wichtig, da hätten wir Zeit. Dafür bräuchten wir zusätzlich 250 Gigawatt Wind bei einem Kapazitätsfaktor von 20%. Und damit sind wir jetzt in der Zusammenfassung fertig, denn das hieße, wir bräuchten für die 296 in unserem großen neuen Windpark 140.000 Windräder und wir brauchten zusätzlich 120.000 Windräder für die zusätzliche Wasserstoffproduktion. Und das muss man sich in Relation vorstellen zu den 30.000 Windrädern, die wir heutzutage haben. Wenn wir das so machen würden, dann müssten wir nach McKay gerechnet 15% der Landesfläche mit Windrädern ausstatten. Oder wenn wir die bescheidenere Rechnung, die aus dem deutschen Vergleich stammt, also 30.000 Windräder, heute 1%, hieße dann die 260.000 Windräder würden dann 8,6% der deutschen Fläche ausmachen. Das wären die Konsequenzen und das können wir jetzt mal zusammenfassen. Also in diesem Gedankenexperiment 1, wo wir angenommen haben, wir wollen die gesamte Stromversorgung Deutschlands und nochmal Wasserkraft und Bio habe ich weggelassen, durch Wind und Sonne und Wasserstoff erreichen, dann bräuchten wir 140.000 Windräder für die 296 Terawattstunden und zusätzlich bräuchten wir Wasserstoff im Umfang von 125 Terawattstunden und dafür müssten wir 120.000 zusätzliche Windräder nehmen. Oder wir könnten sagen, diese zusätzlichen Windräder für den Wasserstoff, die vermindern wir um die schöpfbare Leistung von Solar. Denn Sie wissen natürlich, dass die Pläne darin bestehen, auch Solar deutlich auszubauen. Aber ob wir jetzt mit Windrädern 120.000 rechnen oder nur 60 und entsprechend dramatisch Solar ausbauen, ist im Grunde genommen egal. Es kommt aus diesem Bild heraus, welche unglaubliche Anstrengung es wäre, auch nur den Bedarf von heute vollständig erneuerbar darzustellen. Die Alternative wäre, das Backup über Gaskraftwerke zu machen, die allerdings in ständiger Bereitschaft bleiben müssten. Das heißt, die müssen ständig bemannt sein. Und das insgesamt bedeutet natürlich, dass für das Backup, das bei vollkommen erneuerbarer Energieproduktion in Deutschland entsteht, so oder so oder so, für das Backup werden astronomische Zusatzkosten anfallen. Und jetzt kommt's, diese Zusatzkosten, die werden immer vergessen, wenn man berechnet, was in Zukunft Strom durch Wind, Solar kostet und im Vergleich zu Kohle, Gas oder Atomkraftwerken steht. Und die Rechnungen kommen dann immer damit raus, dass Wind und Solar wesentlich billiger sind als Kohle, Gas und Atom. Ich lasse jetzt die aktuelle Steigerung der Energiepreise außen vor. Und diese Rechnung ist einfach nicht korrekt, weil man die Backup-Kosten immer rauslässt. Wenn man die mit hineinnimmt, nach diesem Rechenmodell, das ich hier vorgeführt habe, sind sie astronomisch und wahrscheinlich von einer Höhe, dass alleine deshalb die Frage zu stellen ist, ob das dann noch machbar ist. Ja, aber der entscheidende Punkt ist ja nicht 2020, sondern 2050. Und wenn wir jetzt mal annehmen, es wird so kommen, wie Fraunhofer vorhersagt, dass wir in Deutschland 1.000 Terawattstunden Strom herstellen müssen, heute 520, und das erneuerbar über die Wasserstoffkette, dann hieße das 280.000 Windräder für die Grundversorgung von Strom und zusätzlich 240.000 Windräder für die Wasserstoffkette, die man natürlich wieder vermindern könnte um die schöpfbare Leistung von Photovoltaik. Oder man müsste alternativ 70 Gaskraftwerke in Bereitschaft halten,
70 Gaskraftwerke. Heute haben wir, glaube ich, in Bereitschaft roundabout vielleicht so eine Zahl, vielleicht 80 oder 100. Auf jeden Fall eine astronomische Zahl. Und man möchte sich überhaupt nicht mehr vorstellen, welche Kosten dadurch verursacht werden. Lassen Sie mich festhalten, was aus diesen Gedankenexperimenten herauskommt, sind keine belastbaren Zahlen. Da sind Schwankungsbandbreiten drin, Unsicherheiten in meinen Annahmen, die sicher in der Größenordnung von 10% geschätzt werden können. Aber wenn wir diese 10% Unsicherheit mal mit anlegen, dann wird immer noch klar, dass die Zahl der Windräder, die wir bräuchten, wenn wir wirklich erneuerbar gehen wollen, selbst bei Verminderung Möglichkeiten von Solar und Photovoltaik, dass der Umfang der Erneuerbaren, die wir dafür brauchen, einfach eine Größenordnung hat, die wir uns heute jedenfalls nicht vorstellen können. Ganz schnell zu dem dritten Gedankenexperiment, das ganz witzig ist. Dazu eine Zahl, die ich durch Hilfe von Freunden ermittelt habe, die ist nicht öffentlich verfügbar. Pro Tag wird am Frankfurter Flughafen etwa 5,9 Millionen Tonnen Kerosin verbraucht. Das heißt, pro Tag etwa 19,2 Millionen Liter. Und das entspricht etwa 96 vollgetankten Boeing 747. Um 1 Liter synthetisches Kerosin herzustellen, braucht man roundabout 27 Kilowattstunden. Und das heißt, pro Tag, wenn man jetzt das synthetische Kerosin herstellen wollte, müsste man etwa 520 Gigawattstunden Strom aufwenden, pro Jahr 190 Terawattstunden. Und dafür müsste man also ständig eine Leistung von 22 Gigawatt bereitstellen. Und wenn man das jetzt übersetzt in Windräder, dann kommen Zahlen heraus, die wollen Sie wirklich nicht hören, aber hören Sie sich die an. Also man müsste entweder 22 konventionelle Kraftwerke im Dauerbetrieb haben, um das Kerosin nur für Frankfurt herzustellen, oder roundabout 50.000 Windräder, denken Sie daran, heute haben wir in Deutschland 30.000, dafür hätte man einen Flächenverbrauch von 11.000 Quadratkilometern oder, wenn man es über Solar macht, von 1.100 Quadratkilometern gefüllt mit Solarpanels. Das wäre deutlich mehr als die Fläche Berlins. Und noch eine verrückte Zahl. Der weltweite Kerosinverbrauch ist etwa 1 Milliarde Liter pro Tag. Das heißt, man bräuchte ungefähr 2,6 Millionen Windräder auf einer Fläche von 550.000 Quadratkilometern. Das ist 1,5-mal die Fläche von Deutschland. Oder 55.000 Quadratkilometer Solarpanels, ein Sechstel der Fläche von Deutschland, um den Kerosinverbrauch weltweit darzustellen. Aber das kann man sich alles gar nicht mehr vorstellen, aber schon Frankfurt zeigt uns, da gibt es ein Problem. Und das Problem müssen wir ernst nehmen. Und das bedeutet nicht mal, das Kerosinproblem ist in Deutschland oder in der EU lösbar. Denn das ist schon so astronomisch. Es hat Größenordnung von dem, was wir heute überhaupt an Energie elektrisch vor uns haben. Man kann das auch so sagen. Wenn wir das irgendwie lösen können, dann sicher nicht in Deutschland und der EU. Und das bedeutet in der Konsequenz, man wird aus den bestehenden Abhängigkeiten von gewissen Ländern niemals herauskommen. Niemals, niemals, ganz dick unterstrichen. Oder man kann es auch so sagen, das Narrativ Erneuerbare geben uns Unabhängigkeit ist irreführend und gefährlich, weil es uns politisch schon wieder falsch positioniert. Uns nahelegt, wir könnten da Unabhängigkeit erreichen, wobei sie wahrscheinlich noch größer wird. Und wohin falsche politische Positionierungen führen, das haben wir gerade erlebt, wenn man sie auf einer ideologischen Weltsicht begründet. Wir sollten diese Fehler schnellstens beenden und uns endlich in diesen Fragen ehrlich machen. Zum Schluss und zum Merken, damit kann man gut überschlagsmäßig wirklich im Kopf alles berechnen. Kapazitätsfaktor Wind ist 20%, also nur 20% der Nennleistung sind wirklich schöpfbar. Kapazitätsfaktor Photovoltaik ist 10%. Wind hat eine Energiedichte von roundabout 2 Watt pro Quadratmeter. So kann man also ausrechnen, wie viel Quadratmeter muss man zur Verfügung stellen,
um eine bestimmte Leistung über Wind zur Verfügung zu haben. Und Photovoltaik hat eine Leistungsdichte von etwa 20 Watt pro Quadratmeter. Das variiert ein bisschen mehr, weil es unterschiedliche Technologien bei Photovoltaik geht, aber ein guter Wert, mit dem man rechnen kann, ist 20. Und vergessen Sie nicht, die Strom-Wasserstoff-Lagerung-Stromkette ist leider sehr ungünstig, 4 zu 1. Offene Fragen zum Schluss. Woher kommen die riesigen Mengen Wasserstoff, die wir offenbar brauchen? Kleines Beispiel zwischengeschoben. Die deutsche Stahlindustrie hat letztes Jahr veröffentlicht, dass sie, wenn sie vollständig auf grünen Stahl, also Wasserstoff statt Koks, umstellt, dann braucht sie dafür jährlich etwa 150 Terawattstunden, 2,5 Millionen Tonnen Wasserstoff. Sie braucht 2,5 Millionen Tonnen Wasserstoff. Und das entspricht etwa 150 Terawattstunden für die Erzeugung und den Transport und die Lagerung. Und denken Sie daran, das ist alleine mehr als die Jahresproduktion von Wind heute. Und wir reden darüber, wir wollen mal von 0,9% auf 1% ausbauen. Woher sollen die riesigen Mengen von Power to Liquid, die zum Beispiel für die Luftfahrt notwendig sind, kommen? Sie kommen mit Sicherheit nicht aus Deutschland. Alles aus Afrika oder den Golfstaaten? Ernsthaft? Wo ist das Wasser in den Golfstaaten, mit denen man tatsächlich den Wasserstoff in der Wüste produzieren kann? Woher soll der Strom kommen? Wie soll der Transport stattfinden? Wasserstoff zu transportieren ist leider eine ganz andere Geschichte als Flüssiggas zu transportieren. Man muss es sehr viel weiter abkühlen und die Energiedichte von Wasserstoff, wie die Physiker natürlich wissen, ist dramatisch viel geringer. Und wie ist es mit der Sicherheit? Letzte offene Fragen. Es wird eine weltweite Konkurrenz geben. Besonders mit dem rasant ansteigenden Bedarf in Asien, weil Asien einfach wirtschaftlich so rasant wächst. Denken Sie nur an Indien, aber auch immer noch an China. Oder anders ausgedrückt, der Run auf Wasserstoff wird den Run auf Öl bei weitem übertreffen. Wie sieht eine Energiewende aus, die funktioniert? Wann fangen wir damit an? Wenn wir nicht bald ein machbares Konzept umsetzen, geht die Sicherheit der Stromversorgung garantiert in die Binsen. Denn Gas ist ja jetzt aus, oder? Wir sind mehr. Der Kanzler hat gesagt, wir haben die größte Herausforderung der Industriegeschichte vor uns. Ich meine, wir lassen uns auf das größte Abenteuer in der Industriegeschichte ein. Und wenn Atom und Kohle abgeschaltet sind und Gas auch noch abgeschaltet werden muss, wird das Abenteuer zum Harakiri. Und ein letzter Satz. In der Klimabewegung hört man oft den Satz, mit der Natur lässt sich nicht verhandeln. Oder die Natur lässt nicht mit sich verhandeln. Entschuldigung für das Typo. Die Natur lässt nicht mit sich verhandeln. Das hören wir in allen Talkshows. Und ich würde sagen, stimmt. Aber die Physik leider auch nicht. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Peitgen, für den ausführlichen Vortrag und die Erkenntnisse. Das war schon viel und auch nicht so erbaulich, die Ergebnisse. Wir haben jetzt hier unsere Fragen aufgeschrieben. Wir gehen die einfach durch. Es sind relativ viele Folien. Vielleicht können Sie die kurz und knapp beantworten, dann kriegen wir vielleicht auch alle Fragen durch. Hermann Fenger-Vogler fragt, wurden nicht auch von den AKW-Betreibern logistische und personelle Probleme als Hindernis für eine weitere Nutzung der Kraftwerke aufgeführt? Ja, das ist richtig, wenn man das dem Prüfvermerk zuweist. In dem Prüfvermerk der beiden Ministerien werden diese Gründe tatsächlich aufgeführt. In der Erwiderung von kern.de können Sie nachlesen, das ist ja in meinem Download, wie man das bewertet und als nicht relevant ausführt. Okay. Herr Markus Hillmann fragt, welche Rolle können finanzielle Erwägungen, hohe Stromentstehungskosten, staatliche Subventionierung bei der Entscheidung gespielt haben, die AKW-Stromerzeugung wie geplant trotzdem auslaufen zu lassen?
Also immerhin ist das ja ein Argument, ein wiederkehrendes Argument. Und dieses wiederkehrende Argument wird dann sehr grob und ich finde etwas fahrlässig gegen das Argument gestellt, dass ja die erneuerbaren Energien so unglaublich billig sind. Dazu müsste man wirklich 10 Minuten etwas sagen. Das können wir jetzt nicht. Ich glaube, der Hinweis genügt an der Stelle, wenn man wirklich die Kostenfragen untersuchen will, dann muss man in der Tat auch das in Rechnung stellen, was ich eben ausgeführt habe, dass nämlich für die Backup-Leistung bei erneuerbaren Energien erhebliche Zusatzkosten entstehen, die beziffert werden müssen. Und wenn man das tut, sieht die Frage ganz anders aus. Ich kann jetzt nicht sagen, dann ist das ausgewogen oder die Waage neigt auf die eine oder andere Seite. Auf jeden Fall ist die Diskussion nie sauber geführt worden. Okay. Matthias Lehr fragt, wie vergleichen Sie die Preise von russischem Pipeline-Gas und LNG aus den USA oder Katar? Ich kenne jetzt die Preise nicht im Detail. Die sind ja nun auch sehr, sehr stark abhängig von Angebot und Nachfrage. Und wir haben ja gerade erlebt, wie das russische Gas sehr viel teurer geworden ist. Fest steht auf jeden Fall, dass LNG sehr viel teurer ist. Also da sind einmal die Gestehungskosten sind sehr viel höher, denn Fracking ist keine billige Technologie. Das muss obendrauf gelegt werden gegenüber dem Gas, das ohne Fracking gewonnen werden kann. Und man darf nicht vergessen, dass der Transport ein erheblicher Kostenfaktor ist. Das Gas muss runtergekühlt werden, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf minus 160 Celsius. Es muss dann auf diese Schiffe geladen werden. Die Schiffe müssen über Tausende von Kilometern fahren. Und wir haben massive Verluste in den Transportwegen, die auch mit Kosten versehen sind. Also wahrscheinlich, und nicht nur wahrscheinlich, mit Sicherheit ist LNG aus den USA deutlich teurer. Wie das bei Katar aussieht, ist ein bisschen günstiger, weil es nicht so weit ist und weil es nicht aus Fracking gewonnen wird. Das Katar-Gas ist also Fracking-freies Gas. Steffen Juck-Runne fragt, haben Sie eine wirtschaftliche Betrachtung von elektrischer Energie aus Kernkraftwerken unter Berücksichtigung der Entsorgung der Spaltprodukte durchgeführt? Wie teuer wäre dann die Produktion einer Kilowattstunde Strom? Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich würde mich im Augenblick auch darauf reduzieren, zu sagen, Deutschland hat sich ja entschieden, auszusteigen und laut Prüfermarkt von Minister Habeck sogar entschieden, auch jetzt keine Verlängerung zu machen. Und ich würde im Augenblick in Deutschland auch nur die Diskussion darüber führen, sinnvoll führen, wenigstens davon Abstand zu nehmen, das Abschalten der 3 Ende des Jahres vorzunehmen. Und da sieht natürlich die Situation anders aus, in dieser Kostenbetrachtung, die Herr Runne anführt. Da würden natürlich mehr Kosten sein, wenn man sie weiterlaufen lässt, aber die würden also in den Rahmen, Finanzrahmen, Kostenrahmen fallen, wie der heutige Atomstrom. Und die Atommeiler sind natürlich alle abgeschrieben und. Und die Kosten sind also gut überschaubar. Ich will das jetzt nicht beschönigen, aber ich glaube, darauf müsste man sich im Augenblick konzentrieren. Lassen wir die vielleicht 5 Jahre weiterlaufen, um entsprechend diese Mengen von Energie, die Sie ja eben gesehen haben, im Umfang von 70 Gigawattstunden, von 70 Terawattstunden, von 70 Terawattstunden uns wenigstens von Gas schneller unabhängig zu machen. Ja, die zweite Frage, die ist sehr interessant von Herrn Emichholz, ist Fracking für Öl und ich nehme an auch Gas, anders als Fracking in den USA. Die Grundtechnik ist natürlich dieselbe. Und das, was dieses Umweltinstitut für Bergbau und Rohstoffe sagt, ist, es lohnt sich wirklich in das Ding von 2016 mal reinzugucken. Da wird also genau beschrieben, wie die Technik ist im Grundsatz und dann werden eben die Unterschiede von USA und Deutschland besprochen, auf der Grundlage der Unterschiede man dann zu dem Ergebnis kommt, wenn man es so und so macht, sind eben die Risiken einer Grundwasserkontamination und einer Erdbebengefährdung als vernachlässigbar anzusehen. Das ist in den USA nicht der Fall. Also das, was wir aus den USA wissen, ist, dass es tatsächlich Umweltschäden gibt.
Und es ist auch durchaus so, dass in den USA Fracking nicht unumstritten ist. Es gibt Bundesstaaten, die haben Fracking sogar verboten. Und es gibt Bundesstaaten, die es eben massiv betreiben und sogar ausbauen. Und außerdem hat man in Amerika auch eine gewisse Lernkurve hinter sich. Fracking, haben Sie ja eben in meinen Charts gesehen, hat in den USA jetzt einen Zeitlauf von rund 20 Jahren. Das heißt, man hat die Technologie besser verstanden, man hat die Umweltprobleme erlebt, man hat sich darauf eingestellt. Ich bin jetzt nicht im Detail im Bilde, wie sicher inzwischen Fracking in den USA ist im Vergleich zu 2000. Aber ich würde mal dieses Gutachten von 2016 von der Bundesanstalt Bergbau und Rohstoffe in dieser Hinsicht lesen. Okay. Ja, wo soll der Atommüll gelagert werden? Das ist ja die heißeste Frage, die ja neben der Sicherheitsfrage von Atomkraftwerken an sich immer wieder in Deutschland im Vordergrund steht. Wenn ich jetzt meine Meinung dazu sage, ist die zu pauschal. Aber in der Kürze kann ich das nicht anders. Es gibt Länder, die ja sehr viel mehr Atommüll produzieren, als Deutschland produziert hat. Und wir hören ja bald auf. Dazu gehört Frankreich. Frankreich hat die Endlagerfrage im Wesentlichen, das ist jetzt eine pauschale Antwort, nach den Bedürfnissen der französischen Bürger gelöst. Jetzt könnte man sagen, was heißt das und ist die Lösung wirklich haltbar und ist die sicher und kann man die vertreten? Das kann ich nicht beurteilen, aber beurteilen kann man, dass Frankreich sich in der Frage der Endlagerung eine Lösung entwickelt hat und auch umsetzt. Und damit in Frankreich gibt es auch noch Widerstände, aber im Wesentlichen die französische Gesellschaft einig ist, dass man unter den Bedingungen, die dort jetzt gegeben sind für die Endlagerung, Atomkraftwerke weiter einsetzen will und sogar ausbauen will. Und ähnlich kann man das für viele andere Länder, die diesen Weg gegangen sind, beschreiben. Und in keinem der Länder ist das so, dass man jetzt die 100% sichere Endlagerlösung gefunden hat. Aber wir haben in Deutschland entschieden, es gibt keine Lösung. Es gibt keine sichere Lösung, die uns zufriedenstellt. Und deshalb können wir das nicht weitermachen. Und das ist sehr schwer überprüfbar, weil sicher ist ja immer relativ zu einem Bedürfnis. Was ist das Bedürfnis, was man als sicher beschreibt? Und das ist sehr schwer nebeneinander stellbar. Und ich glaube, da ist etwas, was wir einfach wirklich von Grund auf neu diskutieren müssen. Ich verweise nochmal auf die Grünen in Finnland, die gesagt haben, trotz all dieser Fragen, die auch uns, eben den Grünen in Finnland, ungeheuer bewusst sind und uns vor Augen sind und die uns über Jahrzehnte dazu geführt haben, zu sagen, niemals Atom. Machen wir jetzt eine radikale Kehrtwende, so wie ich das in dem Interview dargestellt habe, und sagen, wir können die Energiewende ohne Atom, wir können sie einfach nicht machen. Das ist deren Fazit, sehr pauschal gesagt. Nicht? Finnland sagt, und zwar die Grünen in Finnland, wir können die Energiewende ohne Atom nicht hinkriegen, weil wir brauchen die Grundsicherung. Und die Grundsicherungsproblematik habe ich ja ganz besonders ausgeführt. Und wir brauchen auch die Mengen. Und ohne Atom kriegen wir es nicht hin. Und Frankreich sagt dasselbe. Viele andere Länder sagen dasselbe. Sie wissen, dass Atom in einem mäßigen Ausbau weltweit ist. Und man muss sich in Deutschland wirklich hart und sachlich und nüchtern eine Frage stellen, wieso wissen die etwas, was wir nicht wissen? Oder umgekehrt, was wissen wir, was die offenbar nicht zur Kenntnis nehmen? Und nur wenn wir diese Diskussion ehrlich aushandeln, können wir wirklich entscheiden, wir machen das nie und nimmer oder wir machen es unter bestimmten Voraussetzungen doch. Ich glaube, wir werden dahin kommen. Ich glaube, dass das, was wir jetzt sehen an Neuorientierung, die berühmte Zeitenwende, die angesprochen worden ist, die wird auch beinhalten, dass wir die Fragen der Energiewende wirklich gründlicher stellen. Ich bin ganz sicher, dass die Frage der Grundsicherung, die ich ja aufgespießt habe, jetzt anfangen wird, sehr ernst zu nehmen. Und wenn man das tut, dann kommt man auf irgendwie diese verrückten Zahlen, die ich ja in meinen Gedankenexperimenten mal versucht habe, Ihnen zu erklären. Und wenn man zu diesen Zahlen kommt, dann kommt man zu dem Ergebnis, so wie wir es machen wollen, geht es nicht. Und wenn es so nicht geht, dann muss man sich fragen,
Was machen wir dann? Und wenn man sich diese Frage ehrlich stellt, wird man vielleicht sagen, ja, die Grünen in Finnland müssen wir jetzt mal einladen und uns mit ihnen beschäftigen, wieso sie tatsächlich auch in der inhaltlichen Tiefe, also in der Erkenntnistiefe, in dem Verstehen zu diesem Umkehrbeschluss gekommen sind. Ja, Herr Meister fragt, wie diese CO2-Ausstöße berechnet worden sind. Warum liegt Katar vorn? Ja, das ist eine, also es ist ja klar, dass wir, als ich das, die Statistik aufgelegt habe, habe ich auch selber wieder ein bisschen Bedenken gehabt. Weil eine Statistik zu der Frage CO2-Emissionen ist immer ein bisschen fehlorientierend. Weil die Frage muss ja im Zusammenspiel auch damit gestellt werden, wie viel ist die Gesamtemission eines Landes? Und welchen Beitrag leisten die Gesamtemissionen eines Landes relativ zu den globalen Gesamtemissionen? Nicht? Und da ist natürlich so eine Frage wie Katar hat vielleicht eine sehr hohe Pro-Kopf, einen sehr hohen Pro-Kopf-Footprint, aber in der Gesamtschau, in der globalen Gesamtschau ist das irgendwie hinter dem Komma, ich weiß nicht wo. So eine Frage ist berechtigt. Aber sie zeigt gleichzeitig doch auch irgendwie ein bisschen etwas in der Tiefe. Nämlich, dass es doch Länder gibt und darunter war auch Luxemburg. Luxemburg liegt also deutlich über den USA, nicht? Oder Australien liegt deutlich über den USA. Also es gibt eben auch Länder, wo wir sagen würden, ja, die sind ja so wie wir und dennoch haben sie eine Pro-Kopf-Emission, die deutlich höher ist. Wie wird sie berechnet? Ganz einfach, man nimmt also die Gesamtemissionen eines Landes und teilt sie durch die Anzahl der Einwohner. Und da kommen natürlich alle möglichen Verzerrungen rein, weil ein Land, das ein Industrieland ist wie Deutschland und ganz erhebliche Anteile seiner Emissionen nicht durch die Menschen, also durch die Autofahrer und die Heizungen, sondern durch die Industrie macht, steht dann naturgemäß schlechter da als ein Land, das vielleicht kaum Industrie hat, aber eine ähnlich große Bevölkerungszahl. Insofern sind also diese Zahlen, ja, sie sind, ich würde sagen, sie sind ein Blickpunkt auf das Problem, aber man darf sie nicht alleine nach vorne ziehen. Da kommt uns eine Nachfrage, wie jetzt, ob es realistisch ist zu spekulieren, ob dann Gas aus dem Persischen Golf kommen kann. Ja, also ich hatte ja kurz angedeutet, und das war der Grund, warum ich das neben all den vielen Details, die ich erzählt habe, auch reingepackt habe. Also wenn man heute nach Katar fährt, muss man sich ja fragen, warum ausgerechnet Katar? Und die Antwort ist eben die, die ich gegeben habe. Das größte bekannte Erdgasfeld auf dem ganzen Planeten liegt also tatsächlich in diesem persischen Golfgebiet zwischen dem Iran und Katar. Liegt also im persischen Golf. Zwischen Iran und Katar. Und ich glaube, es ist bekannt, dass Katar und Iran sind nicht miteinander befreundet, um das vorsichtig auszudrücken. Das heißt, das ist ein extrem spannungsreiches Gebiet, von dem wir nicht wissen, ob es nicht in 5 oder in 10 oder wie viele Jahren durch Krisen, wie wir sie jetzt gerade mit Russland erlebt haben, in eine krisenhafte Situation gerät, wo die Lieferungen aus diesem Gebiet wieder vollkommen unsicher werden. Nicht? Das ist vorstellbar, wenn nicht sogar wahrscheinlich. Und das muss man eben als Hintergrund wissen. Und dass wir nach Katar gehen, ist, dass eben doch das Förderpotenzial am größten ist. Und wenn Katar sagt, wir schaffen die entsprechende Infrastruktur, um mehr zu fördern in den nächsten Jahren, dann können wir dort auch tatsächlich Gas bekommen. Andere können nicht so schnell liefern. Also das ist ja nicht so, dass da irgendwie Gas da unten ist und man dreht den Gas ein bisschen weiter auf und dann hat man plötzlich mehr Gas. Es muss gefördert werden. Ja. Okay, würden Sie bitte das Wort Mangel im Hinblick darauf kommentieren, dass Deutschland seit 2002 Stromexporteur ist, also mehr Strom exportiert als importiert wird? Ja, das sind geringfügige Mängel. Also mit dem Stromexport von Deutschland ist das so, dass wir unterm Strich ein Exporteur waren, aber wir haben über die Zeit natürlich auch immer wieder importieren müssen, um unsere Bedarfsspitzen abzudecken. Aber das sind Marginalien.
die man nicht unter den Tisch kehren darf. Ich habe das getan und es ist gut, dass die Frage deshalb kommt. Aber es sind Marginalien, die bei den Zahlen sowohl auf der Leistungsseite, und das ist wieder Grundlast im Wesentlichen, wie auch auf der Mengenseite der Energie irrelevant sind. Mhm. Also im Grunde genommen kann man die doch unter den Teppich kehren. Sie sind nicht relevant für die Betrachtung der Probleme in den Mengengerüsten, was Leistung und Energie angeht. Herr Hillmann fragt, ob jetzt diese fossilen Energieträger, die man wegen der Versorgungssicherheit bräuchte, nicht doch sozusagen doch noch schädlicher sind wegen des dadurch verursachten weiteren Klimawandels, dass das dann eher teurer ist, als jetzt zu sagen, dass es teurer wäre, als wenn man trotzdem diesen Weg weitergeht mit den erneuerbaren Energien. Also insofern man annimmt, und ich rede jetzt wie ein Mathematiker, insofern man annimmt, dass CO2 in vollem Umfang, in voller Tragweite verantwortlich ist für die Klimaveränderung. Und da ist die ganze Palette der Dinge, die man da nennen könnte. Nicht? Das sind die Extremwetterereignisse, das ist der Temperaturanstieg, das ist das Abschmelzen von was auch immer für einem Eis, wo auch immer es ist. Also unter der Annahme, dass CO2 der wesentliche, bewiesene, unumstrittene Verursacher genau von diesem Klimawandel ist. Ich sage das mit einer Annahme, weil als Mathematiker kann ich nicht anders als eine Annahme machen und dann eine Schlussfolgerung ziehen. Wenn wir diese Annahme machen, dann stehen wir vor der Frage, können wir so weiterleben, wie wir jetzt leben, weil ohne Fossile wird es auf Jahrzehnte nicht gehen. Und das ist jetzt eine globale Betrachtung. Sie wissen, dass in China, das weiß jeder, das ist ja auch in den Zeitungen immer wieder berichtet worden, in China werden pro Jahr, ich habe die Zahl vergessen, aber Größenordnung 100 Kohlekraftwerke gebaut, um den enormen Energiebedarf Chinas zu decken. Und in anderen Ländern ist es nicht ganz so verrückt wie Indien, aber auch. Das heißt, in globaler Sicht ist es ja so, dass die fossilen Energieträger auf Jahrzehnte überhaupt keine Chance haben in bestimmten Ländern. Und dann zu lesen, ja, auch China baut jetzt mächtig Windkraft aus und China hat auch ganz neue, verrückt große Photovoltaikanlagen in Planung. Alles richtig, aber sie machen eben parallel immer noch weiter mit dem Ausbau von Kohlekraftwerken. Das heißt, wenn man das Problem global anguckt, dann werden wir auf Jahrzehnte an den Fossilen nicht vorbeikommen. Wir kommen auch ganz sicher, wenn wir in Europa die Industrie im Wesentlichen so erhalten wollen und unsere Lebensgewohnheiten im Wesentlichen erhalten wollen, an den Fossilen als mittelfristige Übergangslösung auch nicht vorbei. Und mittelfristig heißt wahrscheinlich Jahrzehnte. Und das steht natürlich in ganz hartem Kontrast zu dem, was das IPCC sagt. Das ist mir bewusst. Und es ist von mir aus auch akzeptabel, dass das IPCC da eine so radikal abweichende Meinung äußert. Aber ich denke, die gesellschaftliche Frage und damit die politische Frage ist, sind die Gesellschaften von China über Indien bis Deutschland und ganz Europa bereit, wenn die Annahme stimmt, die ich eben als Annahme gestellt habe, auf all das zu verzichten? Und die Antwort ist ganz klar, das wird nicht so kommen. Das können wir träumen, das können wir uns wünschen, aber das wird nicht so kommen. Und die Folgerung ist daraus, dass man alles tun muss, um CO2-Footprints so gering wie möglich zu halten. Und das heißt zum Beispiel, wenn man weltweit es schaffen könnte, alle Länder, die jetzt noch Kohlekraftwerke haben oder bauen, dazu zu überreden, auch mit Hilfe von Kohle auf Gas umzustellen, dann hätten wir mit einem Schlag die Emissionen dieser Kohlekraftwerke roundabout auf die Hälfte runtergesetzt. Das wäre ein Riesenbeitrag.
Und man muss ja bei diesem Klimaproblem unter der Annahme, die ich gemacht habe, immer über die Mengen nachdenken. Und es hilft nichts, wenn wir an den kleinen Stellschrauben uns abkämpfen und auch verschleißen, sondern man muss an die großen Mengen heran. Und eine der größten Mengen, die man in den nächsten 10 Jahren, das wäre jetzt mal was, eine der größten Mengen, die man in den nächsten 10 Jahren wirklich auf die Hälfte setzen könnte, das wäre tatsächlich der Kohlestrom weltweit. Weil dafür haben wir die Lösung. Die Kraftwerke könnten alle bestehen bleiben. Die Turbinen könnten alle bestehen bleiben. Die Heizkessel könnten, ich weiß das nicht genau, aber roundabout stimmt das, alle bestehen bleiben. Wir müssten nur die Flamme von Kohle auf Gas umstellen. Und das würde schon die Hälfte machen und eine gewaltige Menge reduzieren. Und ich habe jetzt ein Buch gar nicht erwähnt. Ich glaube, ich muss das unbedingt noch in den Vortrag tun für Sie als Zuhörer. Es gibt ein Buch von Björn Lombard aus Dänemark, der als These zur Energiewende sagt, was wir eigentlich tun müssten, ist, wir müssten also jeden Euro, den wir ausgeben in dem Klimaschutz, bewerten nach der Frage, wie viel bringt er alternativ zu anderen Maßnahmen. Und da müssen wir eine Reihenfolge aufstellen. Und wir machen dann nur noch die Dinge und konzentrieren uns darauf, gesellschaftlich, wirtschaftlich und finanziell, die die größte Wirkung haben. Und dann würden wir aber akzeptieren müssen, mit grummelndem Bauch, dass wir eben ganz viele andere Dinge, wo vielleicht jeder im Land sagt, aber das müssten wir da auch noch machen und das auch noch und das auch noch. Nein, die machen wir nicht. Wir machen nur noch die Dinge für 10 Jahre, wo die größte Wirkung pro Euro wirklich nachweisbar ist. Und wenn man diesen Standpunkt einnimmt, dann ist man ernsthafter Klimaschützer. Und wenn man diesen Standpunkt einnimmt, dann würde man der Idee, die übrigens nicht meine ist, die Idee nämlich zu sagen, wir machen weltweit eine Anstrengung, Kohle sofort durch Gas zu ersetzen. Das wäre dann genau auf Platz 1, weil das ist bewiesen. Da haben wir den größten Effekt. Wenn wir aber den Weg gehen, den Deutschland geht, wir machen jetzt alles mit Wind und Solar, dann haben Sie ja gesehen, wenn ich Sie ein bisschen davon überzeugt habe, lesen Sie es nach, rechnen Sie es nach, dann werden die Probleme ein bloß größer und wir können sie nicht mal lösen. Und sie werden auch enorm teuer. Es hilft nichts, mit der Emotion an diese Fragen zu gehen, sondern man muss die Physik sprechen lassen. Und wenn man die Physik sprechen lässt, dann kommen eben vollkommen andere Gedanken raus, als die man hat, wenn man umweltbewusst ist und sagt, ja, aber das geht doch nicht, dass wir das alles so weitermachen. Hier kommt noch mal ein Hinweis auf die, warum man eben diese Treibhausgase reduzieren soll, dass eben die Lebensräume unmöglich gemacht werden. Ich glaube, dem kann man nichts hinzufügen. Das ist einfach so. Ja, die Frage von Herrn Hilsch, habe ich die überhaupt angesprochen? Wind und Solar müssen immer wieder abgeschaltet werden, dass das Stromnetz den Strom nicht aufnehmen kann. Ich nehme an, dass dieser Aspekt in den Berechnungen Ihrer... Nein, den habe ich nicht berücksichtigt. Ich habe den günstigeren Fall, den optimistischeren Fall in meinem Gedankenexperiment angenommen, dass die nicht abgeschaltet werden müssen. Also, das heißt... Und das ist ja auch vernünftig, wenn wir wirklich in diese, man könnte sagen, Wasserstoffwirtschaft gehen, also die Annahme, wir haben alles auf Erneuerbare umgestellt, das heißt Wind und Solar, wie ich ja gesagt habe, Biomasse und Wasserkraft lassen wir weg, weil das sowieso marginal wenig ist in der Zukunft. Wenn wir das also gemacht hätten, dann würden wir ja in meinem Gedankenmodell den Backup mit Wasserstoff machen. Und dann würden wir natürlich immer dann, wenn Wind und Solar Spitzen erzeugen, die wir nicht abnehmen können, würden wir sofort dafür nehmen, Wasserstoff zu produzieren. Das ist ja auch so gedacht. Das ist ja nicht neu. Das ist ja das, was man tun will. Meine Analyse zeigt nur, wenn man das alles so macht, hilft das nicht wirklich. Man kommt in gigantische Ausbaunotwendigkeiten, die einfach gar nicht denkbar sind. Wir werden nicht in Deutschland, stellen wir uns das vor, wir haben 30.000 Leute. Wir werden nicht 300.000, 400.000 Windräder in Deutschland bauen. Das werden wir niemals tun. Niemals. Wir tun uns ja schon schwer, von 30 auf 60, also von 1% auf 2% zu gehen. Nicht?
Dann vergessen wir doch nicht, wir haben die Bürgerinitiativen, wir haben die Notwendigkeiten der Zulassung und Genehmigung und sehen die schon als hinderlich, von 1 auf 2% zu kommen. Also wer da glaubt, wir könnten von 1 auf 15% kommen, der träumt. Das wird nicht passieren. Herr Papenkort hinterfragt Ihre Zahlen für die benutzte Fläche für die Windkraft. Ja, das ist eine gute Frage, weil wenn man die Fläche von Windkraft betrachtet, dann kann man zwei Dinge angucken. Das eine ist, was ist die Fläche, die das Windrad selber als technisches Instrument braucht? Also das Windrad selber, das steht auf einer Fläche. Und um diese Fläche herum ist ein Betonsockel, der hat eine Größe, die irgendwie 4, 5, 6 Mal so groß ist wie der Durchmesser des Turms. Und da muss dann noch ein Weg hingebaut werden. Und da sind also auch noch die elektrischen Anschlusskästen, also das technische Gerät. Man könnte sagen, ein Windrad braucht doch nur diese Fläche. Wenn man diese Fläche betrachtet, ist natürlich die schöpfbare Leistung von wie viel Leistung pro Quadratmeter kriege ich, gigantisch viel größer. Dieser 2 Watt pro Quadratmeter Rechnung liegt zugrunde die Frage, wie viele Windräder kann ich auf eine große Fläche stellen, sodass diese Kannibalisierungseffekte nicht oder möglichst klein gehalten werden. Und dann kommt man laut McKay eben auf diese Rechnung, man sollte sie möglichst 5 Durchmesser mal 5 Durchmesser weit auseinanderstellen und dann kommt man auf diese roundabout 2 Watt pro Quadratmeter. Ja, Marc Andres sagt einfach, dass man, warum soll Deutschland nicht Strom importieren? Wenn wir Gas importieren, können wir ja auch irgendwie insgesamt den Strom importieren. Das ist einfach, kann man ja machen. Das ist, ich glaube, eine ganz wichtige Frage, die auch immer wieder in den Diskussionen hochkommt, nämlich die Frage, ja, wir kriegen doch jetzt schon Strom aus Frankreich. Und wenn die Franzosen ihren Atomstrom ausbauen und wir das nicht wollen, dann könnten wir es ja aus Frankreich holen. In dieser Annahme steckt das Problem, dass die Franzosen natürlich auch eine Energiewende planen. Also die Franzosen haben einen Plan, wie sie diese Ziele 2050 erreichen wollen. Und den kenne ich jetzt nicht im Detail, aber auf der Makroebene sagt der Plan, wir machen das, indem wir die Strom Leistung, die wir heute durch Kernkraftwerke haben, nochmal dramatisch vergrößern. Denn Strom ist ja die zukünftige Energieform, die wir nach der Energiewende im Wesentlichen haben wollen. Stichwort Elektromobilität, Stichwort Wasserstoffherstellung, Power to Gas, Power to Liquid. Nicht? Also Strom ist der Faktor und Frankreich sagt, wir bauen mächtig Atom dafür aus. Und so stellen wir uns die Energiewende vor, ganz grob geschätzt gesagt. Und in dieser Vorstellung von Frankreich gibt es natürlich auch Bedarfslücken, die sie decken müssen und die wollen sie mit Erneuerbaren stopfen. Das heißt, Frankreich hat eine Vorstellung, dass sie, wenn Sie jetzt mal an meine Gedankenexperimente denken, ganz grob, die Lücken, die da entstehen, durch Atomstrom als Grundlast liefert. Und die werden dann nicht in der Lage sein, den Leistungsumfang, den wir brauchen, denken Sie daran, wir brauchten in meinem Gedankenexperiment 1 roundabout 35 Gigawatt ständige Leistungsbereitschaft. In dem Gedankenexperiment 2 70 Gigawatt ständige Leistungsbereitschaft. Die kann Frankreich nie und nimmer, nicht mal zu 10% bereitstellen. Das heißt, das wird nicht stattfinden. Wir müssen es selber machen. Ja. Okay, die Frage von Herrn Kress hatten wir ja schon mal. Wir hatten ja schon mal die Frage der Endlagerung und der Kosten. Die nächste Frage finde ich jetzt ein bisschen kompliziert. Ich weiß nicht, ob man das so schnell beantworten kann. Das sieht nach Rechnung aus, die man hier durchführen müsste. Wir sind auch schon relativ spät. Ich würde vielleicht doch eher schnell durchgehen, dass wir die einfachen Fragen vielleicht noch durchgehen können. Ähm,
Ja, also die berühmte Grundlast von 50 Gigawatt, das ist natürlich eine grobe Schätzung von mir, ob die jetzt 49 oder 53 ist, ist wirklich wieder nicht relevant, da werden Sie mir zustimmen. Mit Grundlast ist gemeint die Leistung, die jede Sekunde, jeden Augenblick Minimum zur Verfügung stehen muss, über der dann die Bedarfsspitzen abgefedert werden durch schnelles Hinzuschalten von welchen auch immer Herstellern. Das ist damit gemeint. Und das ist in etwa das, die 50 Gigawatt, die stimmen roundabout. Dann wurde die tatsächliche Leistung in dem Kraft Deutschlands Windproduktion errechnet oder gemessen oder wie? Wie wurde die tatsächliche Leistung, die im Graf Deutschland Windstromproduktion von 2010 bis 2021 eingezeichnet, errechnet? Ja, in diesem Graf gab es ja zwei Leistungsdarstellungen. Einmal die Nennleistung, das war diese blaue Kurve, die so roundabout von zwischen 20 und 30 Gigawatt hochging auf über 60 Gigawatt. Das war die Nennleistungsentwicklung über diese 10 Jahre. Und darunter konnte man dieses hin und her zitternde Signal sehen. Das war die tatsächlich eingespeiste Leistung, die durch die Fluktuation von Wind erzeugt wird. Und das Interessante ist eben, dass, was man ja sehr schön gesehen hat, ist, da gab es diese Spitzen und dann gab es diese Täler. Und diese Täler gingen manchmal runter bis auf Null. Und wenn so ein Tal in Deutschland bis auf Null geht, dann heißt das, wir haben also Windstille im gesamten deutschen Windpark. Und diese Idee, das war ja auch so eine, ist ja auch so eine Idee, die immer wieder erzählt wird, diese Idee, irgendwo weht immer Wind, die ist eben falsch. Und Wallner und Linnemann haben sich eben sehr bemüht darüber, ein Verständnis hervorzubringen, dass die Windereignisse in Europa Korrelationslängen haben, die zu mehreren Kilometern, mehreren hundert Kilometern anders gehen. Und das führt dann eben dazu, dass wir manchmal, wenn wir in, sagen wir in Bremen keinen Wind haben, haben wir auch leider in Madrid keinen Wind und auch in Mailand nicht und auch in Kopenhagen nicht. Und dann haben wir eben in ganz Europa eine Windflaute. Und da können wir eben auch von anderen Ländern durch ihre Windkraftanlagen keinen Strom holen. Okay. Wie sind die technologischen Ansätze zu bewerten, diese Problematik der Volatilität zu begegnen? Ja, da, also es wird in Deutschland es wird sehr, sehr gerne mit Schlagwörtern operiert und ich hoffe, Sie machen mir nicht den Vorwurf, dass ich das auch getan habe und wenn, dann würde ich es bedauern, dass ich es getan habe. Aber eins der großen Schlagworte ist wirklich Smart Grid. Was man damit genau meint, ist sehr verschwommen und was das eigentlich helfen soll zur Lösung der Volatilitätsproblematik, die ja unplanbar ist. Das ist mir nicht klar. Ich habe darüber, muss ich gestehen, auch nicht mehr als eine Stunde oder zweimal nachgedacht. Aber man hat ja da so verschwommene Vorstellungen, wie jeder hat seine Photovoltaik auf dem Dach und speist so ein bisschen ein und dann stehen also ja überall die Windräder und das Ganze wird also smart gekoppelt mit Leistungsanforderungen und Abnahme von Energie. Und dann kommt man also insgesamt, so ist die Vorstellung jedenfalls, zu einem Ausgleich, sodass man eine Stabilität erreichen kann durch dieses von, man könnte sagen, von unten nach oben. Und ich denke, es ist deutlich geworden in diesen Volatilitätsgraphen von Wallner und Linnemann, wo wir die Volatilität der Windkraftleistung in Deutschland und sogar in ganz Europa gesehen haben, dass das ein Irrtum ist, jedenfalls was Wind angeht. Und leider können wir mit Photovoltaik da nicht so schrecklich viel anfangen, weil nachts keine Sonne scheint. Das heißt, wir haben dann nachts immer noch nicht das Problem gelöst. Selbst wenn wir also tagsüber mit so viel Photovoltaik ankommen könnten, dass wir diese weißen Löcher, Sie erinnern sich, was ich damit meinte, stopfen könnten, was natürlich im Umfang gar nicht geht, weil so viel Leistung können wir Photovoltaisch in Deutschland gar nicht aufstellen. Aber selbst wenn wir das könnten, es würde uns ja nicht helfen, weil nachts wäre immer noch nichts da. Das heißt, dann müssten wir speichern. Und dann haben wir natürlich auch die,
die zusammenfallenden Flauten, sowohl von Wind wie auch bedecktem Himmel. Und da haben wir eben über einen halben Tag, einen ganzen Tag, eine halbe Woche, eine ganze Woche einfach überhaupt keine Leistung aus beiden Systemen. Und dann haben wir ein Riesenproblem. Nicht? Also da werden dann richtige 10, 20 Terawattstunden an Energie irgendwo herkommen müssen aus Speichern. Es wird ja viel an Speichern gearbeitet. Da gab es ja neulich so einen Vorschlag, dass man in der Erde irgendwie in Steinen oder in so, dass man da Energie sehr gut speichern kann, also ziemlich große Energiemengen speichern kann. Ja, vielleicht ist da noch nicht alles ausgereizt. Man sollte nie sagen, es ist alles zu Ende und es geht nichts mehr und wir wissen alles und es wird keine Lösung geben. Aber bei ein paar Dingen muss man auch ein bisschen realistisch bleiben. Wasserspeicherkraftwerke, Beispiel, das ist ein gutes Thema, weil das auch immer wieder genannt wird. In Deutschland ganz sicher nicht. Also wir haben überhaupt keine Flächen dafür, um noch was zu machen. Und ich möchte die Umweltschutzbemühungen mal erleben, wenn wir irgendwo noch mal anfangen, eine Talsperre zu bauen. Undenkbar. Dann sagt man, der muss ja auch nicht in Deutschland sein, können wir ja in Norwegen machen. Wir haben ja genug Möglichkeiten, das zu tun. Ist richtig. Aber dann würden wir den Norwegern sagen, macht das mal bei euch. Die Norweger wollen das nicht. Klipp und klar nicht. Und wenn sie es wollten, nehmen wir mal an, wir könnten also die Norweger davon überzeugen, ich frage mich wie, dann müssten wir also unseren Strom, unseren erneuerbaren Strom nach Norwegen schicken, über eine Leitung von 2.000 bis 3.000 Kilometer in Pumpspeicherwerken wirken lassen und dann bei Bedarf wieder nach Deutschland zurückholen. Und jetzt kommt ein ganz hässliches Phänomen. Und das sind die Energieverluste bei Stromtransport über lange Distanzen in Stromleitungen. Also da kommt dann am Ende nur noch, ich habe es mal ausgerechnet, ich will jetzt nicht lügen, aber eine Größenordnung von der Hälfte kommt nur noch zurück. Auch da haben wir also Riesenverluste. Und die Riesenverluste muss man ja so sehen, dass ich sie dann, nehmen wir mal an, es wären 50%, muss ich also die doppelte Menge Strom nach Norwegen schicken, um das zu kriegen, was ich jetzt gerade brauche. Also da ist nicht viel Realismus drin. Es ist nicht vollkommen unrealistisch, aber es ist auch nicht wirklich realistisch, um das große Problem zu lösen. Wobei man sagen muss, dass, glaube ich, bekannt ist, dass Mercedes sich ein Windpark schon angemietet oder gesichert hat und den Strom aus diesem Windpark tatsächlich über die bestehenden Leitungen nach Norwegen in Pumpspeicher zu bringen, um sich selber zu versorgen. Also das muss man dazu sagen. Es hat auch eine gewisse Realität. Aber die große Lösung wird es nicht sein. Schwungmassenspeicher, ja, wird dran, man könnte sagen, gespielt, ist eine interessante Idee, aber auch hier wieder die Frage der Verluste und auch die Gesamtfrage, was muss ich also reinstecken, um so einen Schwungmassenspeicher zu bauen, also wo ich irgendetwas auf eine Wahnsinnsgeschwindigkeit bringe und dann also mechanische Energie wieder abgreife. Es kommt noch eine methodische Frage. Sie zitieren immer nur zwei Forscher. Wie ist sozusagen die Allgemeingültigkeit? Also die beiden Forscher, die ich zitiert habe, habe ich deshalb zitiert, weil ich insbesondere ihre grafischen Darstellungen ja verwendet habe für meine Gedankenexperimente. Und die Ergebnisse, die ich da benutzt habe, sind nicht Ergebnisse, die man anders sehen könnte oder anders erhalten könnte, weil sie einfache Übertragungen von der ENTSO, also dieser Europäischen Agentur, zur Verfügung gestellten Daten sind. Die kann man nicht verändern, die sind einfach so. Das heißt, die Volatilität von Wind ist so, wie sie ist. Also die sollte man nicht bezweifeln. Und dass ich jetzt immer diese beiden Herren, Herrn Wallner und Herrn Linnemann, zitiert habe, ist einfach Ausdruck meiner Dankbarkeit, dass ich deren Ergebnisse in die Hand nehmen durfte. Also die kann man nicht bestreiten. Was man bestreiten könnte, wenn man das nachrechnet, ist vielleicht die ein oder andere Annahme in meinem Gedankenexperiment.
Ich fürchte aber, dass im Wesentlichen die Ergebnisse stehen. Und wenn die stehen, dann stehen die auch deshalb, weil eben der europäische Windpark hat diese Eigenschaft. Man kann es nicht wegmachen. Und wir haben ja gesehen, welche Volatilitäten auch in den Jahresscheiben waren. Also Sie haben das ja gesehen, der Wirkungsgrad oder der, ich hatte ihn Kapazitätsfaktor genannt, in der Darstellung, in der einen Grafik über 10 Jahre waren das, der schwankte um 2 Standardabweichungen. Das muss man sich mal vorstellen. Also, da ist nichts planbar. Vielleicht machen wir noch diese Frage und die nächste Folie und dann hören wir langsam auf, weil es doch relativ spät geworden ist. Es ist jetzt schon 9:15. Ja, Emigholz fragt nach sozusagen der Aufrüstung von alten Standorten. Meint er KKWs? Das weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich generell, dass eben, ja, ich weiß. Ach nein, er meint wahrscheinlich Wind, ja. Ja, das ist auch eine gute Frage. Die ersten Windkraftwerke, die wir installiert haben vor Jahrzehnten, die hatten vielleicht eine Leistung von, Nennleistung von 0,5 Megawatt, dann 1 Megawatt, dann 1,5 Megawatt, dann 2 Megawatt, dann 2,5. Heute baut man Anlagen bis zu 5 Megawatt. Und augenscheinlich ist das dann so, wenn man diese Entwicklung sieht, sagen wir von 1 Megawatt zu 5 Megawatt, dass man sagt, wenn wir dieses Empowerment machen würden, also wenn wir alte Windkraftanlagen durch neue ersetzen, also eine 1 Megawatt durch eine 5 Megawatt, dann würden wir doch einen Riesensprung machen. Das ist ein Scheinargument, weil leider kommt uns da die Physik wieder in die Quere, weil wenn ich ein 1 Megawatt Windrad habe, dann hat das vielleicht ein Durchmesser, Rotorendurchmesser von, schlag mich durch, ich weiß das jetzt nicht, sagen wir 70 Metern. Und wenn ich ein 5 Megawatt Windrad nehme, dann hat das einen Durchmesser von 150 Metern. Und leider ist die Folge, dass dann die mit 150 Metern weiter auseinandergesetzt werden müssen. Weil sonst kannibalisieren sie sich. Oder anders ausgedrückt, wenn ich jetzt so ein Windkraftfeld habe mit 1 Megawatt Anlagen, dann kann ich nicht einfach jedes durch eine 5 ersetzen, sondern ich müsste mal ganz grob gesagt jedes zweite einfach abreißen. Und dann habe ich also in der Flächenbetrachtung und in der Gesamtbetrachtung habe ich also nicht wirklich einen Sprung gemacht. Okay. Das sind alles tolle Scheinargumente, die immer wieder, die halten sich so hartnäckig, dass man sich wundert, dass die niemand mal richtig anspricht. So, jetzt kommen wir zu den letzten 3 Fragen. Francis Byrne, seit einigen Jahren wird die Leistung von Windkraftanlagen zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität gedrosselt. Wissen Sie, wie viel dies effektiv Leistung reduziert? Nein, das weiß ich nicht. Also wenn wir die Netzstabilität betrachten, gibt es ja die beiden Aspekte Grundsicherung der Leistung. Darüber habe ich ausführlich gesprochen. Und dann gibt es den anderen Aspekt, und das ist die Frequenzstabilität. Und ich nehme an, dass Herr Byrne meint, die Herausnahme von Windkraft zur Stabilisierung der Grundlast. Und ich kann das jetzt nur so verstehen, dass er damit meint, dass immer dann, wenn die Windkraftanlagen Spitzen erzeugen, die über die Grundlast hinausgehen und sogar durch die angefragte Leistung in diesem Augenblick nicht abgenommen werden können, da müssen sie natürlich runter. Also da müssen sie abgeschaltet werden oder man versucht diesen Strom ja für negative Strompreise, also für Strafpreise ans Ausland zu verkaufen. Was übrigens auch noch eine Antwort hätte sein müssen auf die Frage, die wir vor einer Viertelstunde hatten, als jemand gefragt hat, haben wir nicht auch Stromexport? Ja, das ist richtig. Ich glaube, im Umfang von einigen, ich will die Größenordnung jetzt nicht sagen, damit ich keinen Fehler mache, aber eine gewaltige Größenordnung von Strom wird exportiert für negative Preise. Das heißt, wir bezahlen dafür, dass wir ihn abgeben können. Und das sind die Spitzen. Und diese Spitzen werden natürlich wegfallen, wenn wir die Spitzen umwandeln können in Wasserstoff. Also in dem Fall ist das also eine bessere Rechnung. Carsten Wolf
fragt, würde eine Zwischenspeicherung von 3 Tagen nicht zu einer stärkeren Planbarkeit führen? Absolut. Also wenn wir in der Lage wären, also nehmen wir nochmal dieses Beispiel mit dem verrückten 296 Gigawatt Windpark, den ich da in meinem Gedankenexperiment hatte. Wenn wir in der Lage wären, die Spitzen, die über die Grundlast hinausragen, denken Sie an das Bild, effektiv zu speichern. Wenn wir das könnten, dann wären wir viele von den Problemen, die ich angesprochen habe, los. Aber als Speicher kommen nach heutiger Sicht ja nur in Frage Batterien, geht ganz sicher auf mittlerer Sicht nicht. Oder Wasserkraft, darüber haben wir ein bisschen gesprochen, nach Norwegen hin und zurück bringt nichts. Oder in Wasserstoff, und da gibt es dieses 4:1 Problem. Und also wir haben im Augenblick einfach das Speicherproblem nicht. Man kann es so auf einen Punkt bringen. Erneuerbare Energien als umfassende Lösung, so wie wir das in Deutschland vorhaben, zu machen, hängt an der Frage, ob wir eine Speicherlösung finden oder nicht. Und man kann nicht ausschließen, dass wir eine finden. Aber ich würde jetzt nicht alles abschalten, bevor ich die Speicherlösung habe. Weil in dem Augenblick, wo ich alles abgeschaltet habe, so wie es mit Kohle ja fest verbindlich jetzt gesetzmäßig verankert ist und Atom auch, wenn ich abgeschaltet habe und die Speicher nicht habe, entsteht sofort das Grundlastproblem in aller Massivität. Und wenn das Grundlastproblem zuschlägt, haben wir eine Netzinstabilität, die wir nicht mehr beherrschen. Dann kommt es wirklich zu Dunkelzeiten. So, und dann würden wir zur letzten Frage kommen und ich entschuldige mich bei denen, deren Fragen nicht beantwortet werden können. Die Volatilität der erneuerbaren Energien ist bekannt. Sie können allerdings auf Basis von einigen Tagen vorhergesagt werden. Hat wahrscheinlich Herr Kress nicht in dieser Stärke des Wortes gemeint. Natürlich gibt es Wettervorhersagen. Und natürlich gibt es in diesen Wettervorhersagen auch Aussagen über Windgeschwindigkeit. Und ich würde gerne Herrn Kress bitten, wenn er will, hat ja wahrscheinlich jetzt meine E-Mail, die ist ja angegeben in meinem Vortrag, dann schicke ich ihm gerne mal die 15 Tage Wetterprognosen für Windgeschwindigkeiten in Deutschland. Und dann wird er etwas sehen, was jetzt wieder für mich aus der Chaosforschung interessant war. Dann wird er nämlich sehen, dass es so einen Prognose-Unsicherheitskegel gibt. Ich mache mal meine Hände so auf. Das heißt, von heute auf morgen kann man noch ein bisschen, auf übermorgen schon deutlich schlechter. Und in 3 Tagen ist das mit der Vorhersage von Windgeschwindigkeiten an einem bestimmten Ort schon total kaputt. Also ich würde mal sagen, an der Frage ist was dran, aber in der Art und Weise, dass man das also eintragen kann in die Steuerungsbücher, leider nicht. Natürlich macht man alles, was man kann. Also ist ja klar, eine Weltmeisterschaft wird benutzt, um Prognosen über den Stromverbrauch zu machen. Die Halbzeit wird dafür benutzt, weil man weiß, die Leute machen dann irgendwas anderes, sie machen den Kühlschrank auf oder weiß der Teufel was. Natürlich macht man Prognosen, aber bei dieser extremen Volatilität, die wir bei Wind gesehen haben, kommt man schnell an die Grenzen. Okay, dann würde ich jetzt hier die Fragerunde beenden. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen, Herr Peitgen, für diesen ausführlichen Vortrag und die ausführliche Beantwortung der Fragen. Das war wirklich ein sehr langes Industriegespräch heute. Wir sind fast 2,5 Stunden hier unterwegs. Wahnsinn. Also ganz herzlichen Dank nochmal für die Zeit und für die Information. Und es wird, glaube ich, bei uns noch einige Zeit nachwirken. Ich möchte hier auch schon darauf hinweisen, dass es weitere Industriegespräche gibt. Es gibt am 13.04. ein Industriegespräch in Bad Honnef. Das ist Hybrid zur Verfügung gestellt. Man kann dorthin gehen oder das auch online anschauen. Es geht da, Professor Jochen Marotzke hält einen Vortrag mit dem Titel der Weltklimarat, das Pariser Abkommen und der Physik-Nobelpreis 2021. Und eine Woche darauf, am 19.04., gibt es ein Industriegespräch in Stuttgart per Online.
Es hält Dr. Michael Förtsch einen Vortrag. Er ist von einer Firma, Startup Photonics Quantum Technologies. Auf die beiden möchte ich hinweisen und noch auf den nächsten Industriegesprächsvortrag bei uns in Bremen, der am 11. Mai stattfinden wird, von Herrn Thomas Harrer mit dem Titel Zukunft mit Technologie gestalten. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Herrn Peitken und bei Ihnen allen und wünsche uns allen einen guten Abend noch. Vielen Dank.